geäußert haben, dass sie sich auch sehr freuen auf dieses Gespräch. Naja, da hoffe ich mir natürlich, dass da hier auch ein kreativer Puls kommt. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass ich als Medium eben nicht in klassischer Form versuche, Moderation auf die Beine zu stellen, so im Sinne einer Talkshow. Reporter fragt, beteiligte Antworten. Ich habe da eine Idee von Herrn Snower aufgenommen. Im Vorfeld, der den Vorschlag gemacht hatte, dass vielleicht beide Parteien aufeinander zu Fragen formulieren. Das können wir auch, finde ich, gerne eine Weile machen, aber es wurde auch immer von der anderen Seite auch gewünscht, dass man schon auch vielleicht zum Schluss hin in eine offene Diskussion vielleicht hineinführen könnte, bestimmte Themen los wird, die auf dem Herzen liegen. Ich hoffe, auf diese Struktur können wir uns halten. Nur herein. Was, du? Nee, ich glaube nicht. Ich wollte nur euch besuchen kommen. Geh mal bitte raus. Entschuldigung. So ist es. Bringen Sie mal bitte raus. Eine ganz nette Dame mit einem schwersten Alkoholproblem. Achso. Das ist noch ein bisschen zu früh dafür. Ansonsten würde ich jetzt einfach nur, weil sich sicherlich nicht alle hier schon mal gesehen haben, ganz kurz jeden bitten, sich kurz vorzustellen und vielleicht mit einem Satz oder zwei zu sagen, warum man denn doch sich entschieden hat, heute hierher zu kommen oder was man sich vielleicht verspricht. Vielleicht fange ich einfach von außen an. Ja, gut. Mein Name ist Götz Bormann, ich bin Vorstandsvorsitzender hier der Fördersparkasse. Und wir hatten hier im Camp schon die eine oder andere Diskussion gehabt, manchmal auch mit motiviertem Hintergrund, dass wir also gemeinsam ein Thema hatten, was es zu bewegen galt. Und die Diskussionen, die Ansätze, die wir hier gehabt haben, die waren ausgesprochen vielversprechend. Und als dann die Frage kam, ob ich mich an der Diskussion beteiligen wollte, habe ich gesagt, ja, gerne. Gut, ich bin Dennis Snower, ich leite das Institut für Weltwirtschaft und interessiere mich für große globalen Probleme, wie Sie auch. Ja, ich bin Andreas Meyer von ATTAC und unser Anliegen von ATTAC ist zurzeit der Europäische Fiskalpakt, den wir als einen Pakt der sozialen Demontage betrachten. Ein anderes Anliegen ist, wir hören immer was von der Macht der Märkte. Wie diese Macht der Märkte im Verhältnis steht zur Demokratie. Das wäre für mich auch ein Anliegen, das mal zu diskutieren. Ja, ich bin Jakob Reichel, ich bin Student aus Kiel. Ich bin schon seit relativ Anfang an bei Occupy Kiel dabei und ich hoffe mir heute hier eine gute, konstruktive Diskussion und hoffe, dass wir den Missständen unserer Gesellschaft ein bisschen auf den Grund kommen. Ich bin Jascha Jaworski und ich bringe mich seit einiger Zeit hier auf dem Camp ein bisschen inhaltlich ein. Ich interessiere mich seit einigen Jahren jetzt für soziale und wirtschaftliche Themen und beobachte die Entwicklung und dachte, das ist doch auch eine gute Gelegenheit, dann mal gewisse Fragen zu stellen, die einem ansonsten nicht so beantwortet werden. Ja, ich bin Philipp Stern, bin Geschäftsführer eines kleinen, nicht mehr ganz so kleinen Unternehmens in Kiel und ich bin Mitbewohner von Jascha und wir machen eigentlich so ein kleines Blog, das nennt sich Maskenfall, wo wir immer versuchen, Wirtschaftsthemen einigermaßen verständlich zu erklären und beziehungsweise uns halt auch selber damit auseinanderzusetzen und sie dann hinterher zu erklären. Und ja, darüber sind wir halt auch aufs Camp gestoßen und haben halt hier so ein bisschen. Ja, da hat man sich schon so ein bisschen das mal kennengelernt. Hier auch. Wer möchte denn jetzt als erstes mal eine Frage an einen anderen richten? Vielleicht tritt mir die Reihenfolge ein, dass wir sagen, wo man vielleicht. Ja. Okay. Die Frage, die wir hier auch schon im Camp einmal diskutiert haben, ist, wenn wir die Frage der globalen Märkte, die auch immer wieder ja. Als Problem gesehen werden, wie aber die Frage ohne globale Märkte man sich das vorstellen muss, wenn wir also den Protektionismus wieder zurückfallen, die einzelnen Länder also jeweils ihren Teil selber machen, die Auswirkungen, die wir auf die Bundesrepublik haben, die am Ende für meinen Dafürhalten ausgesprochen groß sind, denn einen großen Teil unseres Wohlstands, den wir am Ende auch nur in sozialen Leistungen danach
rüberbringen können, verdanken wir den globalen Märkten, die letztlich die Grundlage für unseren hohen Exportanteil sind. Und wie man sich denn vorstellt, wenn wir diesen Teil der Globalisierung deutlich einschränken, wie wir wohl glauben, wie wir unseren Wohlstand sichern können? Das wäre eine Frage, die ich gern diskutiert wissen würde. Die Frage lautet, wie soll man ohne globale Märkte eigentlich zurechtkommen? So kann man das zusammenfassen. Knapp. Okay. Wer möchte antworten? Kann ja mal. Also, ich denke, es will keiner die globalen Märkte komplett abschaffen. Es geht halt, gibt halt verschiedene Ansätze. Es geht einmal um die Regulierung, aber was vielleicht ein interessanter Punkt ist, wenn Sie ansprechen, wie Deutschland wirtschaftlich vorankommen kann, wenn wir nicht weiter exportieren. Ich meine, ich glaube, es ist eine recht einfache Frage. Wir müssen halt im Inland dafür sorgen, dass die Löhne erhöht werden, damit wir unseren Binnenkonsum stärken. Und damit können wir halt auch diverse Entwicklungen, die sich die zu der Euro-Krise geführt haben, zum Besseren verkehren. Also es ist ja so, dass in Deutschland halt in den letzten 10 Jahren die Löhne kontinuierlich gesunken sind, während sie in allen anderen Euro-Staaten halt gestiegen sind. Und das ist unter anderem ein Grund dafür, dass wir halt so einen Exportüberschuss geschafft haben gegenüber den anderen Ländern. Nur solange die anderen Länder entweder die anderen Länder machen das Gleiche, senken halt auch die Löhne, dann könnten sie eher mal wieder wettbewerbsfähig werden und halt auch mal wieder was nach Deutschland exportieren. Nur ist die Frage, ob wir das wollen. Dann haben wir halt eine Lohnspirale nach unten, dann macht Deutschland auch wieder weiter. Ich denke, da der bessere Weg wäre, wenn Deutschland halt die Löhne erhöht und wir dann dort auf ein ausgeglicheneres Level kommen, und in Deutschland können wir halt dann den Binnenkonsum nutzen, um unsere Wirtschaft anzufeuern. Ja, also wenn wir über die globalen Märkte reden, dann muss man sich auch angucken, wie die globalen Märkte funktionieren. Und das ist ja eigentlich auch ein rigoroser Wettbewerb, down to the button. Also wenn Sie sehen, das muss ich Ihnen ja nicht sagen, wie sich die Märkte zum Beispiel bei arbeitsintensiven Produktionen nach Asien verlagert haben und unter welchen Bedingungen in China Menschen arbeiten. Also das sind ja Raubtiermärkte, das sind ja Raubtiersituationen in diesem Wettbewerb. Und wenn man jetzt in Europa davon spricht, Frau Merkel tut das ja sehr gern, dass Europa wieder wettbewerbsfähig sein muss. Was heißt das? Heißt das, dass wir sozusagen unsere Sozialstandards so runterfahren müssen, dass wir mit Asien konkurrenzfähig sind? Also das muss man ja auch mal durchdenken. Ich finde, dass diese Märkte dann nur funktionieren auf Kosten sozialer Standards. Und das ist nicht zulässig. Also wenn überhaupt. Diese ganzen WTO-Regeln sind ja eigentlich im Grunde radikale Wettbewerbsregeln. Dann müsste man auch gucken, zum Beispiel wäre es vorstellbar, vom Konstrukt, dass wir nur noch Waren importieren, die fair produziert worden sind. Das ist natürlich eine soziale Protektion, aber keine nationale. Und wir von ATTAC, oder ich denke, wir sollten uns ruhig das Recht rausnehmen, auch etwas utopischer zu denken und nicht nur volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich, wie man auf das nächste Problem reagiert. Vielleicht gern was dazu sagen? Ja, gern. Ich glaube, wir sollten uns genau anschauen, wo Märkte funktionieren und wo sie nicht funktionieren. Und weil sich der Markt für Äpfel funktioniert recht gut. Und der Grund, warum er gut funktioniert, ist, dass jeder die Kosten eines Apfelkonsums selbst zahlt und den ganzen Nutzen vom Apfel hat. Wenn ich ihn aufgegessen habe, dann habe ich ihn verspeist. Das ist nicht überall der Fall. Und es gibt 3 Gebiete, wo der Markt nicht funktioniert. Das erste sind öffentliche Güter. Das haben wir wie beim Klimawandel. Wenn jemand versucht, den Klimawandel zu mindern, dann kommt das der ganzen Welt zugute, weil sich weniger CO2 ausstöße. Aber die Kosten trägt man selbst. So, man gibt einen Nutzen an anderen ab, für den man selbst nicht belohnt wird. Und wenn man sehr materialistisch und eigenbezogen handelt, dann wird man zu wenig CO2-Reduktion haben. So, und dann gibt es Gemeinschaftsgüter, weiß ich, Fische im Ozean werden überfischt, weil man hat den Nutzen, dass die Fischbevölkerung dann zusammenbricht,
das sind Kosten, die von woanders getragen werden. Bei großen systemrelevanten Finanzinstitutionen ist es auch so, dass man erzeugt Risiken. Wenn es gut geht, dann kann man den Gewinn behalten, aber wenn es schlecht geht, dann kommt der Staat und die Steuerzahler, die auch stützen. Und das ist ein Umstand, wo der Markt einfach nicht funktioniert. Und so öffentliche Güter, Gemeinschaftsgüter und dann gibt es noch Armut und Ungleichheit. Das sind Probleme, die in keinstem Fall vom Markt automatisch reguliert werden können. Und daher, glaube ich, sollte unsere Aufgabe sein, dass wir den Markt dort nutzen, wo er uns so viel bringt, wie Sie schon gesagt haben. Der menschliche Wohlstand ist in den letzten 300 Jahren so gestiegen, wie es sich niemand hätte vorstellen können. Aber das ist ein materieller Wohlstand. Aber zugleich ist die Kluft zwischen den ärmsten und reichsten Leuten auseinandergeschert und viel ist auf der Strecke geblieben. Und das sind hauptsächlich öffentliche Güter, Gemeinschaftsgüter. Und daher sollten wir uns jetzt fragen, wie können wir eine Gesellschaft gestalten, in der wir uns auf die Probleme konzentrieren, wo der Markt einfach seine Arbeit nicht macht und den Markt dort seinen Ansporn gibt, wo er gut funktioniert. Das ist vielleicht auch gleich eine Frage, die Sie in den Raum stellen. Vielleicht gibt es dazu Ideen. Also eine Antwort wollte ich dazu nicht unbedingt geben. Das wäre auch meine Frage eigentlich gewesen, aber ich möchte doch dazu anmerken, dass wir in den letzten Jahren, also wenn jetzt gesagt wird, der Markt kann das Problem von Armut und Ungleichheit nicht lösen, frage ich mich, was schlagen denn da die großen Wirtschaftsinstitutionen, zu denen ja dann auch zum Beispiel das Weltwirtschaftsinstitut gehört, vor? Denn was wir in den letzten Jahren in Deutschland, das ist ja schon angeklungen, beobachtet haben, ist eine Ausweitung des Niedriglohnsektors und die war gewollt. Das war die Hartz-IV-Reform, die Agenda 2010, die war gewollt. Das hatte Herr Schröder auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt. Also wir haben einen der besten Niedriglohnsektor in Deutschland geschaffen. So, nun haben wir die Situation, dass in Deutschland mittlerweile 23% der Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohnbereich tätig sind. Das heißt, die haben weniger als 1.800 Euro. Und was ich mich an der Stelle frage, ist, was soll diesen Menschen eigentlich gesagt werden? Und was soll den Menschen gesagt werden, die unter 8,50 Euro in der Stunde verdienen? Das nimmt auch zu, die Rate derjenigen. Das sind mittlerweile 5 bis 6 Millionen, soweit ich informiert bin. Wo kann da der Staat tätig werden? An welcher Stelle kann er diese Armut, die da entsteht, und diese Ungleichheit ausgleichen? Also ein bisschen kompensieren dann. Gibt es da Vorschläge? Ich würde gerne ergänzen. Also vielleicht ein Satz generell dazu. Ich glaube, dass wir unser Problem ja immer ist, dass die Themen ja sehr vielschichtig sind und es keine monokausalen Zusammenhänge gibt. Wenn ich so direkt aus der Erfahrung als Arbeitgeber berichten kann, dann stelle ich persönlich fest, dass auch die Bandbreite, die wir am Arbeitsmarkt zur Verfügung haben, mittlerweile deutlich breiter wird. Der Kreis der Hochqualifizierten, an den es immer einen größeren Bedarf gibt, der wird gefühlt, Zahlen hätte ich jetzt nicht zu belegen, aber wird gefühlt eher etwas kleiner. Und die Zahl der nicht so Hochqualifizierten nimmt auf jeden Fall deutlich zu. Gleichzeitig haben wir aber eine Abnahme der Nachfrage aufgrund der höheren Technisierung nach Arbeit auf einmal für geringer qualifizierten Niveau. Insofern würde ich die Zunahme des Niedriglohnsektors auch ein Element sozialer Fürsorge halten, dass das auch in der Form möglich ist. Mit der Problematik, dass Sie natürlich sagen, das Einkommen ist nicht ausreichend. Das ist sicherlich noch ein weiteres Thema. Aber wir haben auch die Situation, dass wir den Leuten mit dem Thema Arbeit ja auch einen Sinn geben. Und insofern glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass man für alle qualifizierten
Bevölkerungsschichten auch entsprechend Arbeit anbieten kann. Und insofern halte ich also auch den Niedriglohnsektor für ein ganz, ganz wichtiges soziales Element, dass es auch den gibt. Dass man dann auch darüber die Nebenwirkungen noch mal reden muss, ob man die abmildern kann. Das ist dann vielleicht der zweite Frage. Mach du erstmal. Ich habe ja so schon viel gequatscht, dann du oder so. Nur ganz kurz einmal einhaken. Also, weil Sie gerade sagten, die soziale Fürsorge muss ja finanziert werden. Ja. Wir haben es jetzt in letzter Zeit auch. Die Steuereinnahmen brechen halt weg, auch gewollt meiner Meinung nach. Sind Sie dann durchaus, können wir festhalten, dass Sie der Meinung sind, wir müssen die soziale Fürsorge erhöhen, in welcher Form auch immer? Und dann brauchen wir natürlich auch Finanzierung, also wir müssen die Finanzierungsseite des Staates verbessern. Können wir uns darauf einigen? Also verbessern im Sinne Steuer erhöhen. Ja, nee, das wäre mir jetzt zu einfach. Die Frage, was ist soziale Fürsorge an der Stelle? Wenn wir darüber reden, dass die niedrig qualifizierten Bevölkerungsschichten eher zugenommen haben und dass wir die was tun müssen, ja, das müssen wir. Aber wo müssen wir ansetzen? Und da glaube ich, ist ein Thema, das wir sehr frühzeitig ansetzen müssen, nämlich in dem Thema Bildung. Und wenn ich mir so eine Pyramide angucke, ganz persönlich bin ich also der Auffassung, ich finde es schwer verständlich, wenn wir eine Bildungspyramide bauen, dass an der Spitze der Bildungspyramide in Schleswig-Holstein es kostenlos ist, wenn an der Basis der Bildungspyramide, und die fängt bei mir im Kindergarten an, dass man dafür Geld bezahlen muss. Das finde ich an der Stelle durchaus schwierig. Also, es ist ja nicht so, dass, Sie wollen ja jetzt wahrscheinlich nicht sagen, dass man Studiengebühren einführen soll, sondern dass man den Kindergarten auch kostenlos machen soll, oder? Das würde ich eher andersrum sehen. Je höher die Qualifikation läuft, desto eher sollte derjenige auch für seine Qualifikation bezahlen können. Aber wieso meinen Sie, dass das dann die soziale Fürsorge verbessert, wenn wir einfach nur Zusatzgebühren einführen? Nein, wenn die Zugangshürden dann auf der Basis der Qualifikation, die fängt mich im Kindergarten an. Und bei vielen Bevölkerungsschichten auch mit Migrationshintergrund ist es einfach wichtig, die deutsche Sprache zu lernen. Und wo lernt man sie dann? Ich glaube auch eher spielerisch dann, also auf einer Basis. Und da ist es wichtig, dann auch solche Bildungseinrichtungen wie Kindergarten, damit fangen wir an, Vorschulalter, dann auch die Frage Schule, reden wir darüber, dass also auch die Schule begleitet werden muss mit Sozialarbeitern. Was haben wir dort? Und da glaube ich, haben wir bisher noch nicht so viel reingepackt, wie wir vielleicht reinpacken müssten. Ja, also jetzt juckt es mich ja doch ein bisschen. Wenn wir hier von sozialer Fürsorge reden, dann ist für mich Minimum ein Lohn, von dem man leben kann. Sprich mindestens ein gesetzlicher Mindestlohn, von dem man gut leben kann. Dann gehört für mich dazu auch eine Altersvorsorge und eine Krankenvorsorge, die einen auch wirklich gut sozial absichert. Und wenn Sie jetzt sagen, es ist sozusagen sinngebend, wenn jemand bei Schlecker zu einem Mindestlohn oder zu einem miesen Lohn, miesen Arbeitsbedingungen arbeitet, das finde ich nicht furchtbar sinngebend, sondern ich finde es eher sozial zynisch. Und ich finde, dass wir uns darum kümmern müssen, einen Standard zu erreichen. Und der ist in so einem reichen Land wie dem unsrigen durchaus denkbar. Dazu kommen wir vielleicht später noch, zu der Einkommens- und Vermögensverteilung und wo man auch Gelder herkriegen kann. Dass es wirklich einen Sockel gibt, von dem die Menschen gut leben können. Und darum müssen wir uns auf der Lohnebene kümmern und darum müssen wir uns auch auf der Ebene der sozialen Versicherung kümmern. Das ist für mich soziale Fürsorge. Und das, was im Moment passiert im Niedriglohnsektor, ist für mich sozialer Zynismus. Sie haben sich gerade, glaube ich, vor zwei oder drei Tagen im Handelsblatt zum Thema Bildung geäußert, als entscheidendes Fundament für die westlichen Staaten. Wollen Sie da was vielleicht zu sagen? Ja gut, vielleicht könnte ich ergänzen, was Sie gerade gesagt haben. Ich glaube, wir sind uns einig, dass unsere Gesellschaft hat die Möglichkeit, dass jeder hier genügend materiell unterstützt wird, um ein würdiges Leben leben zu können. Aber das geschieht nicht. Und die Frage ist, wie können wir so eine Gesellschaft erlangen, in dem jeder genug materiell hat, um ein würdiges Leben zu leben? Und ich glaube, da müssen wir unterscheiden zwischen das, was wirtschaftliche Anreize gibt und das, was Menschen bekommen müssten, um Würde zu haben. So, zum Beispiel, man sollte unterscheiden zwischen dem Lohn, den ein Arbeitgeber zahlt, und dem Lohn, den ein Arbeitnehmer bekommt. Das müssen nicht unbedingt die gleichen Dinge sein. Wenn man einfach einen Lohn hat und der Lohn, den der Arbeitgeber zahlt, ist der Lohn, den der Arbeitgeber bekommt, dann
ist es recht schwierig. Zum Beispiel, wenn es eine Lohnerhöhung gibt, was geschieht dann? Es geschehen zumindest drei Sachen. Das erste ist, dass diejenigen, die Arbeit bekommen, denen geht es besser, weil sie werden besser bezahlt. Die Arbeitnehmer haben weniger Anreiz, Leute zu beschäftigen. Und daher geht die Beschäftigung runter. Ja. Diejenigen, die Arbeitnehmer suchen, werden etwas weniger suchen und diejenigen, die Arbeit suchen, die suchen etwas intensiver. Und was da rauskommt, ist unklar nach allen empirischen Studien. Oft hebt sich sogar die Ungleichheit, weil diejenigen, die Arbeit bekommen, kriegen mehr, aber diejenigen, die sie nicht bekommen, sind unten drunter. Und so daher ergibt sich die Frage, wie ermöglichen wir es jedem, in ein würdiges Leben zu bringen. Und die beste Antwort, die ich kenne, ist, dass wir möglichst viel Hilfe für Selbsthilfe bieten sollen. Und Bildung ist da ein ganz besonders wichtiges Element. Wenn man die ganzen Möglichkeiten hat, die ganzen Fähigkeiten, sich gut zu entfalten, dann hat man es relativ leicht, ein würdiges Leben zu führen. Aber das Ungerechte ist, dass nicht jeder hat diese Möglichkeiten. Und so daher die Möglichkeiten zu schaffen, und Bildung ist ein ganz wichtiges Element, ist sehr gut. Aber auch lebenslange Lernen wäre enorm wichtig diesbezüglich. Aber auch in Bezug auf Arbeitslosigkeit. Ich habe zum Beispiel vorgeschlagen, dass je länger jemand arbeitslos ist, desto höher sollte die Einstellungssubvention vom Staat sein, sodass diese Person integriert wird in die Arbeit. Das würde bedeuten, dass die langfristig Arbeitslosen relativ billig für die Arbeitnehmer sind, einzustellen. Aber ihr Einkommen relativ hoch. Und das ist ein Beispiel, wie man den Lohn, den die Arbeitnehmer bekommen, entkoppeln kann von dem Lohn, den der Arbeitgeber zahlt. Und das wäre auch eine Hilfe zur Selbsthilfe, weil dann würde man gerade denen, die es am meisten brauchen, Möglichkeit geben, sich in der Welt der Arbeit zu integrieren. Ja, also Bildung, dass es zentral um Bildung geht, das ist ja irgendwie jedem klar. Ich würde noch mal gern daran erinnern, dass es natürlich darum geht, irgendwie für jeden ein sinnvolles Leben und für jeden eine sinnvolle Arbeit. Aber es geht in einer Gesellschaft auch vor allen Dingen um Werte wie Gerechtigkeit und Fairness. Und eine Gesellschaft ist auch immer so zivilisiert, wie sie die Schwächsten unter ihnen behandelt. Und das kann der Markt meiner Meinung nach halt nicht. Das ist ja schon ganz, ganz lange irgendwie ganz klar, dass der Staat immer ein Garant für Umverteilung, Gerechtigkeit, gleiche Chancen auf Bildung und so weiter ist. Und gerade durch so Sachen wie die Schuldenbremse, die definitiv zu Sozialabbau führt und die dann auch irgendwie zu einem schlankeren Staat führt, der ja auch schon mit dem Neoliberalismus seit Jahrzehnten angestrebt ist. Das ist ja gewollt. Der führt ja genau zum Gegenteil, zu weniger Gerechtigkeit und weniger Fairness. Und gerade bei der Bildung, es ist ja definitiv so, dass gerade bei einem Hochschulstudium das Elternhaus einfach ganz, ganz entscheidend ist. Das belegen unendliche Studien. Und selbst wenn man weiter runter geht, sagen wir das Problem im Hauptschul- und Realschulbereich, Stichpunkt Unbeschulbarkeit und so weiter, da kommt man immer wieder darauf zurück, dass für die Bildung eines Kindes und eines Jugendlichen das Elternhaus einfach entscheidend ist. Und da fängt da
beißt die Katze sich ja sozusagen wieder in den Schwanz, wenn die Eltern halt von Hartz IV leben, keine Perspektive haben, in schlechten Lohn sind. Als Hartz IVler kann man kaum in seiner Gesellschaft teilhaben und damit auch seine Kinder nicht. Dann kann man den Kindern auch keine Bildung ermöglichen. Also Gerechtigkeit in der Gesellschaft, auch Gerechtigkeit bei der Besteuerung und beim Einkommen hat ganz entscheidend auch was mit Bildung zu tun. Und gerade vor dem Hintergrund, dass man in den letzten Jahren sieht, dass private Vermögen und Unternehmensgewinne in Deutschland explodieren. Wirklich explodieren. Es sind enorme Vermögen vorhanden. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass der private Konsum der Masse der Bevölkerung relativ gleich bleibt. Also heißt es, keine Schuldenbremse machen und den Staat mit Sozialabbau noch schlanker gestalten, sondern genau das Gegenteil. Es heißt Vermögensbesteuerung, Erbschaftsbesteuerung, Steigerung des Spitzensteuersatzes, die Vermögen, die da sind, besteuern und die umverteilen für eine soziale und gerechtere und fairere Gesellschaft. Ist das ein Modell, Herr Snower, höhere Steuern und bessere Umverteilung der Steuern? Ich glaube, es gibt zwei wichtige politische Ansätze. Eines ist einer, der auf eine moderne Art von Klassenkampf baut. Wir müssen von den Reichen nehmen, den Armen geben und dann wird es jedem leichter sein. Als ob das Reichtum konstant bliebe, wenn man das täte. Die Anreize würden sich verschlechtern und wir haben gesehen, zum Beispiel in der russischen Revolution, da hat man das sehr strikt versucht und die Anreize sind stark gefallen. Ich glaube, das System einfach umverteilen und die Reichen als die Gegner von den Armen zu sehen, das kann nicht unsere Zukunft sein. Was wir tun sollten ist, wir sollten uns diejenigen, die benachteiligt sind in der Gesellschaft, wirklich auf die sich konzentrieren und ihnen maximal viele Chancen zur Selbsthilfe geben. Und diejenigen, die diese Chancen nicht nützen können, die müssen wir unterstützen, sodass wir in eine Gesellschaft kommen, wo jede Person sich nach eigenen Fähigkeiten entfalten kann. Wo wir nicht sagen, ich bin neidisch auf die anderen, deshalb möchte ich was von denen. Das erzeugt nicht den sozialen Zusammenhalt. Der soziale Zusammenhalt wird erzeugt, indem diejenigen, die es sich leisten können, zur Kasse gebeten werden, um Chancen den Benachteiligten zu geben. Das ist ein anderes Modell. Dieses Modell ist, glaube ich, viel zukunftsfähiger als das reine Umverteilungsmodell. Weil Sie haben gerade gesagt, diejenigen, die es sich leisten können, zur Kasse beten. Ja. Wo ist der Unterschied zum Umverteilen? Weil der Fokus ist auf die maximal viele Möglichkeiten zur Entfaltung der Benachteiligten. Das ist der Fokus. Aber als erstes stand bei Ihnen, diejenigen, die es sich leisten können, zur Kasse beten. Ist für mich Umverteilen, also wer kann es sich dann leisten? Natürlich wird das ein Umverteilungselement sein. Aber die Umverteilung ist nicht im Fokus, ist nicht das Zentrale. Man verspricht sich nicht von der Umverteilung die Lösung sozialer Probleme, sondern von der Unterstützung der Benachteiligten. Davon erhoffen. Aber wir können festhalten, wir sind uns einig, dass wir als erstes eine Umverteilung brauchen. Sie versuchen mich nicht zu verstehen, glaube ich. Weil, nein. Sie weichen halt der Finanzierung aus. Sie sagen die ganze Zeit, wir müssen einfach irgendwie effizienter organisieren und dann stellen wir ein paar Leute ein, die Leute ganz bestimmt. Die Frage kam ja hier auch schon aus dem Zuhörerraum, wie soll denn das finanziert werden? Natürlich sind diejenigen, die es sich leisten können, diejenigen, die es finanzieren werden. Wer kann sich das leisten? Die Reichen und die Wohlhabenden, das steht fest. Und
Ich als Ökonom bin dauernd interessiert an Finanzierung von Maßnahmen und in meiner wirtschaftspolitischen Beratung tue ich immer die Finanzierung mit der Förderung verbinden. So, dass ich Finanzierung vergesse, das kann man mir wirklich nicht nachsagen. Aber ich glaube, wo der Fokus liegt, ist ganz wichtig. Wenn man sich sagt, irgendeine Umverteilung, ganz egal wie sie läuft, wird unsere Probleme lösen, dann werden wir scheitern. Aber wenn wir sagen, wir möchten die Benachteiligten unserer Gesellschaft unterstützen, sodass sie sich selbst entfalten können, nach Möglichkeit. Es geht ja eigentlich auch nicht nur um die Benachteiligten. Es geht ja bei Umverteilung nicht nur, nehmt von den Reichen und gebt den Armen, und wir wollen ja hier auch keine russische Revolution ausrufen, sondern es geht darum, dass die Menschen, die eigentlich unseren Wohlstand tagtäglich erwirtschaften, dass die wieder an dem Mehrwert, den sie produzieren, auch gerecht beteiligt werden. Es geht darum, die Agenda 2010 und das Lohndumping der vergangenen 10 Jahre zurückzunehmen und wieder faire Löhne zu zahlen. Also ich möchte jetzt vielleicht, wenn es geht, auch noch was dazu sagen. Also man muss sich ja auch überlegen bei dieser ganzen Umverteilungsdiskussion, wir sind zum Beispiel von ATTAC für eine Vermögensabgabe, man muss sich ja auch mal überlegen, wie dieser ganze Reichtum zustande gekommen ist. Und ob der überhaupt auch leistungsmäßig zustande gekommen ist. Es wird immer so getan, als wären die Reichen auch die Leistungsträger. Das ist ja ein ziemlicher Quatsch, wenn Sie sich gerade mal die Blasen auf den Finanzmärkten angucken. Was in den letzten Jahren da angewachsen ist. Wir haben einen Finanzreichtum, der das Weltbruttosozialprodukt übersteigt. Und diese ganze Finanzmasse ist ja nun nicht über Leistung zustande gekommen, sie ist auch über Spekulationen zustande gekommen. Und das sind Spekulationsblasen. Und ich finde, das Geld könnte man besser gebrauchen, indem man es abschöpft und in soziale Projekte steckt, als dass da noch neue Blasen aufgepumpt werden. Das ist erstens sozial gerechter, zweitens ist es wahrscheinlich auch krisenhemmender als diese ganzen Finanzmassen immer über die ständig nach neuen Anlagen suchen, das wissen Sie als Sparkassendirektor besser als ich. Das ist ja unmöglich. Also meine Behauptung ist, dass diese Verteilung erstens kein Ausdruck von unterschiedlicher Leistung ist. Also ein Manager verdient nicht, weil er, was weiß ich, das 400-fache eines ich weiß jetzt nicht, wo die Zahlen liegen, aber es ist so vielfache eines durchschnittlichen Facharbeiters, weil er so und so viel mehr leistet. Das ist alles Quatsch, das sind Marktpreise. Das sind aber keine Leistungspreise. Und deswegen ist es für mich sozial völlig angebracht, diese Krise, diese Staatsschuldenkrise auch dadurch zu lösen, dass man nicht mehr spart, nicht nur mehr spart und die Sozialstandards absenkt, sondern sich auch Reichtum da holt, also über die Einnahmenseite auch über Abgaben und Steuern diese Krise bewältigt. Also das, finde ich, ist genauso nötig. Und immer so zu tun, also ich will keine russische Revolution, nicht? Ich weiß nicht, die Geschichte der Bundesrepublik ging mit einem Finanzausgleich. Die wissen ja, dass wir auch da am Anfang hatten wir Spitzensteuersätze von 93% in den 50er Jahren. Und das war auch keine Revolution. Also da lässt sich eine ganze Menge machen, ohne dass man gleich mit solchen Schreckensbildern wie Revolution, russische Revolution noch dazu hier operieren muss. Aber die Reichen, von denen Sie sprachen, möchten Sie vielleicht ein Wasser trinken? Das wäre fein. Gute Idee, ich würde bei Ihnen gerne mal zurückkommen wegen der Bildung und Maßnahmen. Sie sagen, man müsste für die Arbeitslosen Chancen bieten, dass sie weiterkommen. Es gibt sehr viele Arbeitslose, die möchten gerne, aber es wird abgelehnt. Es wird kein Deutschkurs für die Volkshochschule gewährt. Es wird kein Englischkurs gewährt. Menschen, die ohne Ausbildung sind, wird abgelehnt, wird einfach nicht finanziert und dann bleiben sie da stehen, wo sie stehen. Und das macht mich also wirklich sauer und wütend. Zu Recht. Weil sie sagen gerade, man müsste Maßnahmen schaffen. Ja. Ich bin eine, die bettelt, sage ich jetzt mal so, und es wird ständig abgelehnt und man bleibt da stehen, wo man ist. Und dann hat Jakob völlig recht, wenn er sagt, ich kann auch zum Beispiel mein eigenes Kind nicht fördern. Kann ich nicht. Ich muss betteln, dass andere Menschen also im Prinzip helfen, dass mein Kind nicht so auf der Strecke bleibt denn nachher wie ich. Und das macht mich wütend und sauer. Und jetzt würde ich gerne mal von Ihnen wissen, was kann man da machen. Ja. Ich würde dazu gerne, bevor ich noch was antworte, einen Satz dazu sagen, was genau da reinpasst.
wir müssen doch von den Zielen her definieren. So wie Sie es formuliert haben, als erstes halten wir fest Umverteilung. Das halte ich für mental die falsche Ausgangsbasis. Wenn wir alle gemeinsam ein Ziel haben, was wollen wir tun? Das war eben ein sehr schönes Beispiel. Ich glaube, mit diesem Thema, wenn man dann die Kosten definiert, was müssen wir dafür aufbringen, damit wir diese Ungerechtigkeiten beseitigen können, mit welchen Systemen müssen wir da weiterarbeiten, dann wird die Bereitschaftserklärung von jedem Einzelnen deutlich größer sein. Sie werden immer einen Rest finden und Beispiele finden, die sagen, ist mein, ich gebe nichts ab. Natürlich. Aber wenn Sie vom Ziel her definieren, dann wird die Bereitschaft auch größer und dann wird die Zahl, die sagen, ja, ich bin für eine Steuererhöhung, um genau diese Missstände zu beseitigen, da werden Sie dann größere Dinge dann finden und größere Bereitschaftserklärung. Das ist das, was Herr Professor Snower auch meint, zumindest so, wie ich ihn verstanden habe. Wenn Sie die Ziele definieren und über die Ziele die Kosten dann definieren, um dann zu einer Lösung in den Finanzen zu kommen, ist eine andere Vorgehensweise, als Sie sie vorgeschlagen haben, weil Sie zuerst die Umverteilung definieren und dann erst Ziele definieren wollen. So habe ich Sie jedenfalls verstanden. Und das am Ende ist es vielleicht fast das Gleiche. Aber die Frage der sozialen Akzeptanz finde ich eine ganz, ganz maßgebliche, die Frage der Vorgehensweise. Aber es ist doch handbar. Ziele finden wir genug. Ich kann da gerne gleich nochmal drauf antworten, aber wir waren ja erstmal da. Sie wollten, glaube ich, gut. Wir wollen mit den Fragen direkt angesprochen worden. Ja, ich gehe Ihnen vollkommen recht. Ich glaube, Sie sind zu Recht wütend und es ist ungerecht. Es ist ungerecht, dass man Arbeit sucht und nicht die Möglichkeiten bekommt, um Arbeit zu erlangen. Und daher einer meiner Vorschläge wäre, dass diejenigen, die lange keine Arbeit haben, denen muss so geholfen werden. Und ich habe vorgeschlagen, dass es Einstellungs- und Ausbildungsgutscheine geben sollte, wo die Arbeitgeber es einfach profitabel finden würden, Leute wie Sie einzustellen, weil sie hohe Gutscheine hat. Und das wird Ihnen die Möglichkeit geben, in die Arbeit zu kommen und dann sich zu entfalten. Und ich glaube, weil wir so stark auf passive Förderung uns immer gestützt haben, dass man versucht, Geld umzuverteilen, statt Chancen zu verteilen, glaube ich, kommen wir nicht dorthin. Und daher muss man einfach schauen, welche Chancen brauchen Sie und dann, was ist wirtschaftlich notwendig, um Ihnen diese Chancen zu geben. Das, was Sie bekommen und was ein Arbeitnehmer zahlt, das sollen nicht die gleichen Sachen sein, weil wenn das Gleiche ist, dann kommen wir nie dorthin. Und dann ist noch, wenn ich eingehen könnte auf Ihr Kommentar. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Die Personen, die hohes Einkommen haben, ist das eine Entlohnung für Fähigkeiten oder ist das eine Entlohnung, weil man Glück gehabt hat? Inklusive Anlagen von Geldern, genau, Spekulationsanlagen. Ja, genau, ja, genau. Und es ist, glaube ich, ganz klar generell, dass es gibt Personen, die hart arbeiten und es gelingt ihnen was und sie kriegen höheres Einkommen dadurch. Und andere, die rücksichtslos spekulieren und sie kriegen Geld davon. Und so, es gibt beides. Man kann nicht sagen, dass jeder, der hohe Entlohnung hat, hat Einkommen erwirtschaftet, was ihm nicht gebührt oder ihr nicht gebührt. Aber es kommt oft, genau, umgekehrt auch nicht. Und das ist die ideologische Geschichte in diesem Land, dass Einkommensstärke immer mit Leistungsstärke verbunden wird. Und das stimmt eben. Da können wir uns ja einigen. Unbedingt. Gut, okay. Nicht unbedingt. Das ist schon mal eine Aussage. Und ich glaub, wir können sehr klar feststellen, wo es nicht richtig läuft. Und das ist, sobald man zum Beispiel die Möglichkeit hat, Risiken zu erzeugen, für deren Kosten man nicht gerade stehen braucht, dann hat man Einkommen bekommen, was einem nicht gebührt, meines Erachtens. Und davon gibt es genügend heutzutage. Ja, genau. So, daher haben wir Institutionen nicht geschaffen, die zu einer gerechten Gesellschaft führen. Und ich glaube, wir sollten uns da Gedanken machen, dass wie
gelangen wir zu solchen Institutionen, wo jeder die Kosten selbst zahlt für die, die man produziert. Zum Beispiel, ich habe vorgeschlagen, das wird, glaube ich, zuerst etwas abstrus klingen, aber dass im Finanzsektor sollte es eine Regulierung geben, in dem die Schulden, die erzeugt werden, automatisch sich in Aktien umwandeln, wenn das Unternehmen nicht genügend solvent ist, nicht genügend Eigenkapital hat. Was würde dann geschehen mit einem Unternehmen, das sehr viel Risiko erzeugt? Die Aktionäre würden leiden, weil die Schulden würden in Aktien umgewandelt werden, die Aktienpreise würden fallen und diese Aktionäre würden den Manager dann sagen, bitte erzeugt diese Risiken nicht, weil es tut mir weh in Portemonnaie. Die Aktien sollen dann dem Staat gehören, der die Bürgschaft übernommen hat, oder? Nein, die systemrelevanten Finanzinstitutionen, wenn sie ins Wanken geraten, sollten nicht vom Steuerzahler, also Steuerzahler sollte nicht gerade stehen, sondern die Aktionäre des Unternehmens selbst. So diejenigen, die Aktien im Unternehmen gekauft haben, die sollen dafür zahlen, dass das Unternehmen große Risiken erzeugt hat, und nicht die Steuerzahler. Und das kann man ermöglichen, indem man Instrumente und Institutionen schaffen, die das gewährleisten. Da muss man erstmal verdauen und zu Ende rechnen. Von denen gilt es auch vielen richtig gut, denke ich. Von denen, also die Aktionäre, die gehen jetzt relativ zugehend. Und zum Teil geht die es. Die arbeiten nicht mehr, die haben ihr Geld investiert. Und, zum Teil geht es ihnen gut, weil die Unternehmen, von denen sie Aktien haben, Risiken erzeugt haben, die der Steuerzahler zahlen, gerade stehen muss. Und das ist unfair. Und das könnten wir aus der Welt schaffen. Und ich glaube, auf solche Sachen sollten wir uns konzentrieren, weil das sind Wege, in denen wir es der Marktwirtschaft ermöglichen, mehr Gerechtigkeit zu erzielen. Wie kann man Gerechtigkeit und oder gerechte und faire Institutionen schaffen? Wie kann man diese ganzen Missstände beheben? Und ich finde nicht, da kann man sich im Elfenbeinturm eine schöne Lösung überlegen und die dann der Rest der Bevölkerung von oben herunter irgendwie aufoktroyieren, sondern die einzige Lösung kann immer nur mehr Demokratie heißen. Und das ist, denke ich, auch für die Occupy-Bewegung global und auch hier lokal einer unserer Hauptpunkte eigentlich, dass wir halt die Menschen wieder für mehr politisches Interesse begeistern wollen. Weil ich denke, ein Hauptproblem in unserem Lande ist diese unglaubliche Politikverdrossenheit, das absolute Desinteresse für alle Entscheidungen in der Gesellschaft, für Strukturen, Zusammenhänge, wie kann ich meine Gesellschaft mitgestalten, das interessiert den Durchschnittsbürger nicht mehr. Gerade wenn man sich die heutige Jugend anguckt, ist ein absolutes Desinteresse für alle politischen Fragen. Und egal, welche Form von Veränderung man wirklich verändern möchte, und egal, wie man jetzt Fairness und Gerechtigkeit verwirklichen will, ich denke, man kann das immer nur durch mehr Demokratie schaffen. Ja, ich würde sehr gerne nochmal auf das antworten, was Sie eben sagten. Natürlich haben Sie recht, dass man sich Gedanken machen muss, wie verwendet man Gelder, die man umverteilt hat. Absolut richtig. Und man kann auch gerne von der anderen Seite her erstmal nachdenken. Nur man muss, denke ich, deutlich betonen, dass es halt nur mit einer Umverteilung gehen kann, weil wir haben halt das Gegenteil. Wir haben diverse Mechanismen. Wir haben die Vermögensteuer abgeschafft. Schröder hat es übrigens gemacht. Wir haben die Spitzensteuersätze gesenkt. Wir haben die Körperschaftssteuern gesenkt. Wir haben eine Umverteilung zu Unternehmensgewinnen, die generell schon mal niedriger besteuert sind als Einkommen. Das sind halt alles Dinge, die halt natürlich die Finanzierung des Staates enorm angreifen. Und jetzt reden wir über eine Schuldenbremse. Eine Schuldenbremse führt natürlich, kann man ja gerne machen, nur dann muss man sich auch dann wieder ganz klar Gedanken darüber machen, wo soll denn das Geld herkommen, um die Schulden zurückzuzahlen. Und wenn, so wie es jetzt
absolut Mainstream-Konsens ist, wenn die Schulden so zurückgezahlt werden sollen, dass wir einfach soziale Leistungen kürzen, dann kann man alles, was Sie sagen, sowieso nicht finanzieren. Also das, und das ist das, was im Moment der Konsens ist, dass wir das so machen. Wenn wir Schuldenbremse machen, sind irgendwie immer alle dafür, aus meiner Meinung nach mangelndem volkswirtschaftlichen Verständnis, dann senken wir halt ein paar Sozialausgaben. So, nur so kann es nicht funktionieren. Und deswegen ist es eine wesentliche Frage, wenn man überhaupt über die Lösung nachdenkt, dass man über die Finanzierung auch diskutiert und dass man die auch als wesentlichen Punkt ansieht und dass man einsieht, dass das nur gehen wird, indem wir die Steuerbelastung der vermögenden Klassen enorm erhöhen. Also, wie gesagt, ich bin auch nicht mal für 93% Spitzensteuersatz, aber meiner Meinung nach brauchen wir... Brauchen wir eine signifikante Vermögensteuer. Wir brauchen eine deutlich höhere Erbschaftssteuer. Meiner Meinung nach können wir da gerne auch in richtig hohe Größen gehen. Wir brauchen höhere Körperschaftssteuern wieder. Ich wäre gerne bereit, wieder mehr als 15% zu zahlen. Das ist doch lächerlich. 15% müssen wir an Steuern zahlen im Moment als Körperschaft. Wir brauchen einen höheren Spitzensteuersatz. Das sind halt alles Dinge, die wir dringend benötigen, um, auch wenn so eine Schuldenbremse installiert ist, solche Dinge überhaupt nur finanzieren zu können. Das heißt, wir brauchen da gar nicht drüber reden, wenn wir die Finanzierung nicht sicherstellen. Das ist einfach meiner Meinung nach Augenwischerei, immer nur über diese Dinge zu reden und das andere möglichst auszublenden. Ich fürchte, wenn wir das jetzt nicht hier so klar aber nochmal gesagt hätten, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht gekommen. Und meiner Meinung nach ist das halt eine Maßnahme, um halt auch... Augenwischerei zu betreiben, wenn man diesen Themen ständig ausweicht, das ist das Gegenteil. Das ist nicht, das ist eben Klassenkampf von oben dann, wenn man das so macht, meiner Meinung nach. Ich habe das sichere Gefühl, dass Herr Bohrmann das anders sieht. Nein, also die Frage des Andersziehens würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich möchte mich nur dagegen wehren, dass am Ende eine Überschrift bleibt, ja, wir sind für Steuererhöhung. Das wäre, da würde ich grundlegend falsch verstanden werden. Weil es, das weil die, ich die auch kann unterstellen. Ja, nur wenn also das ist immer ein Problem. Wir wollen ja gemeinsam dann Schwarz-Weiß-Headlines haben. Und die helfen uns in dieser Frage nicht. Sondern es hilft uns ein Konsens, dass wir an dieser Stelle arbeiten müssen, um die Missstände da zu beseitigen. Dass am Ende auch eine Finanzierung notwendig ist. Selbstverständlich muss das so sein. Und da beginnt es dann immer, dass man dann irgendwie die Seiten ja wechselt und dann die Themen auch immer leiser werden. Da bin ich ja bei Ihnen, dass man diese beiden Themen im Gleichklang behandeln muss. Da bin ich ja bei Ihnen. Ja, und wenn ich jetzt sage, sagen Sie doch mal, Butter bei die Fische, wie wollen Sie finanzieren? Es geht nur über die Wege, die Sie genannt haben. Ja, natürlich. Aber okay, und warum dann keine Headline, ja, wir sind für Steuererhöhung? Außerdem, nein, weil wir die Maßnahmen noch nicht definiert haben. Was, um was geht es eigentlich? Jetzt definieren Sie, wir sind für Steuererhöhung, jetzt haben Sie konkrete Maßnahmen genannt. Da sind wir jetzt ganz konkret. Und dann haben wir als erstes die Konkretheit der Steuererhöhung definiert. Das halte ich für einen falschen Weg. Gut, dann definieren wir das und reden über das andere von mir, dann haben wir zwei Headlines. Ja. Also erstens müssen wir nicht eine gemeinsame Headline produzieren. Nee, das brauchen wir auch. Ich denke, ja, aber es werden zwei Headlines. Wir werden uns wahrscheinlich nicht einigen und so. Es gibt eben Kontroversen, die nicht, die einfach so stehen bleiben. Ja. Gut, okay, ich möchte jetzt das aber mal aufgreifen, was der Kollege gesagt hat. Ich habe heute in der FAZ, sehen Sie mal, das lesen wir von der TAC sogar auch, diese Zeitung, habe ich gelesen, die Anwendung des zum Beispiel des Fiskalpaktes, der ja auch ein Sparpakt ist, in Spanien, wie das umgesetzt werden soll. Und da frage ich Sie mal als Ökonom, wie das Ganze funktionieren soll. Also habe ich gelesen, dass die Neuverschuldung in Spanien von 8,5 auf 5,3% reduziert werden soll und dass die staatlichen Investitionen um 40% reduziert werden sollen. Die Arbeitslosigkeit steigt an auf 24%. Eine Lohnsenkung gibt es, sodass die ganze Binnennachfrage zusammenbricht. Der Staat investiert da auch nicht. Und das Bruttoinlandsprodukt sinkt um 1,7%. Das ist die konsequente Anwendung dieses Fiskalpaktes in Spanien. Wie soll da denn jemals überhaupt eine Wirtschaftsfähigkeit wieder entstehen? Das ist das eine. Das eine. Und dann geht es ja, was mir in Bezug auf Europa auch immer wichtig ist, ist so diese sogenannte Wettbewerbsfähigkeit muss wieder hergestellt werden. Also jetzt springen wir mal auf Europa. Das sind ja Spanien oder die südeuropäischen Länder sind ja, sagen wir mal, schon immer Portugal, Spanien, Griechenland und so weiter waren im europäischen Wettbewerb auch vor dem Euro noch nie so stark. Also wie soll durch solche Maßnahmen überhaupt auch wieder eine Wettbewerbsfähigkeit hergestellt werden? Und mit wem sollen wir denn den Wettbewerb betreiben? Mit asiatischen Ländern zu Dumpingpreisen? Also das ist ja alles Wahnsinn. Ich finde diesen europäischen Fiskalpakt, also finde ich eine Katastrophe, eine soziale Katastrophe. Das wird ja für Griechenland vorgeschlagen, das wird für alle südeuropäischen Länder vorgeschlagen. Und ich finde das ökonomisch kaum nachvollziehbar und sozial desaströs.
Und ja, nee, das so. Vielleicht könnte ich auf beide Themen eingehen, weil sie sind beide, glaube ich, brennend interessant. Und ich meine, wir können uns einigen. Ich habe folgende Frage. Stellen wir uns folgenden... Wir kommen noch zu Fragen nachher. Das sollten wir dann aber bald machen. Ja. Wir wollten das auch erstmal beschränken, aber wir können gerne... Ja, machen wir dann. Gut, ich mache es kurz, dann schauen wir, dass genau. Wir... Ja. Sollte bei Occupy schon drin sein. Stellen wir uns eine Gesellschaft vor, einen Gesellschaftswandel vor, in dem diejenigen, die am wenigsten heutzutage haben, die wenigsten Möglichkeiten, ein würdiges Leben zu leben, dass denen geholfen werden würde, sich selbst zu entfalten und dass die Reichen dennoch unglaublich viel Reichtum haben. Wie würde uns das gefallen? Denn die Antwort ist nein, es würde uns nicht gefallen, weil wir sind einfach von Neid gefressen. Wir möchten ein Gleiches haben. Dann, glaube ich, ist Ihre Lösung der Umverteilung diejenige, zu der man kommt. Aber ich glaube, mein Ansatz, und wenn ich Sie richtig verstanden habe, Ihr Ansatz ist, dass man soll den Benachteiligten maximal viel helfen. Wir haben zum Beispiel versucht auszurechnen, mit der Arbeitslosenmaßnahme, die ich gerade beschrieben habe, was würde rauskommen. Und nach unseren Berechnungen würde die Arbeitslosigkeit sinken, die Gleichheit würde steigen, weil die untere Schicht gehoben wird. Aber das, die Gutscheine. Die Gutscheine, ja. Aber Umverteilung von Reich nach Arm würde es relativ wenig geben. Natürlich etwas, aber das ist nicht im Zentrum. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen uns einigen, wollen wir einfach materielle Gleichheit oder wollen wir diejenigen, die am wenigsten haben, helfen? Das sind zwei verschiedene Schemen. Es lässt sich sehr viel machen. Es geht ja es geht ja nicht um materielle Gleichheit. Wenn die Reichsten oder die größten Vermögen etwas mehr besteuert würden, dann wird ja genau das, was Sie eingangs auch gesagt haben, diejenigen, die am unteren Ende der Einkommensleiter stehen, würden etwas mehr Chancen bekommen und die Reichen wären noch immer reich. Ich glaube nicht unbedingt. Vielleicht kann ich eine Analogie geben. Das ist vor 100 Jahren hat man sich gedacht, wenn man Fieber hat, oder 200 Jahren, dann braucht man so Blutsaugetiere, ich weiß nicht, wie man das sagt. Blutige. Um das Fieber zu senken. Und wenn man dann sagen würde, mir ist ganz egal, was Sie mit der Patientin tun, aber ich möchte die Blutigel haben, ist das nicht so zielführend, dass man sagen würde, wir lassen die Experten das tun, aber unter der Beschränkung, dass dem Patienten besser wird. Wir möchten das Fieber runterbringen, aber wir schreiben nicht die Methode vor, in dem es geschehen wird. Und wenn Sie sagen, es muss umverteilt werden, dann schreiben Sie die Methode vor. Und das glaube ich, ist eine... Ja, aber dann... Es geht ja nicht nur um die Methode der Methode willen, sondern es sind ja ganz klare Ziele. Eine gerechtere Gesellschaft, ein breiterer Staat, eine Gesundheitsversorgung, eine Rente, eine Arbeitslosenversicherung, die ihren Namen verdient haben. Ja. Sicherung sicher, definitiv. Völlig einverstanden. Ich müsste jetzt mindestens 6.000, 7.000, 8.000 Euro verdienen, um das überhaupt aufzustocken. Also die Grundsicherung ist sicher. Und Sie sollten die Möglichkeiten haben, sich im Arbeitsmarkt zu entfalten. Es ist ungerecht, wenn das nicht geschieht. Ich finde, wir sollten da mal rübergehen. Ja, die platzen ja da gleich. Ja, mit Kollegen. Ich möchte mal ganz kurz was sagen ja zu der Selbsthilfe. Also ich gehe da mit Ihnen, ich möchte diesen Protest auch nicht reduzieren, wissen auf einfach nur. Ja, wir sind für Umverteilung, weil da so ein Neidfaktor ist. Ich glaube ja an den Menschen und ich
glaube, dass das eigentliche Bedürfnis vor allem bei vielen ist, eine sinnvolle Tätigkeit nachzudenken. Ich glaube, man muss auch nochmal bei diesen ganzen Diskussionen darüber sprechen, wie sieht überhaupt Hilfe zur Selbsthilfe, wie kann das aussehen? Und nicht diese ganzen sinnlosen Arbeitstherapiemaßnahmen, wo Menschen wieder diskriminiert werden und so. Also eine ganz große Rolle spielt vor allem, wie sieht es aus? Ja, wie sieht es nachher in der Umsetzung aus? Ja. Ist das die Frage, also wie kann Hilfe zur Selbsthilfe aussehen? Ja, genau. Ja. Was ist damit wirklich gemeint? Und ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel sinnvolle Arbeit. Ich finde, die können aus dem Publikum auch Statements ablassen. Mhm. Nee, das war ja eine Frage. Das war eine Frage. Genau, nee, das ist ein Statement. Ach so, ein Statement. Ich möchte das nicht als, auf Neid reduziert haben. Also, ich bin persönlich auch betroffen von Arbeitslosigkeit. Und ich weiß, dass einfach das Bedürfnis des Menschen da ist nach... Also ich bin Arbeitstherapeutin auch, daher weiß ich das auch. Nach sinnstiftender Arbeit. Nach sinnstiftender Arbeit. Und gibt es diese Arbeitsfelder überhaupt noch? Ja. Völlig d'accord. Das müssen wir suchen. Und da gibt es die verschiedensten Ansätze, die uns dazu helfen können. Ja, okay. Also, ich denke, ja, wir sitzen ja alle in einem, wenn es übrigens auch da ist. Ja, und ich kann nicht verstehen, warum die gar nicht sehen können, dass wir längst, eine Schlagzeile von über 90 Grad haben, dass wir eigentlich schon am Absaufen sind. Dann habe ich kein Verständnis, dann kann ich Sie als Fachleute gar nicht akzeptieren. Ja? Weil jeder ganz normale Mensch, der sich mit der Ökonomie auseinandersetzt, sieht, dass diese ganzen Blasen, die entstanden sind, ja? Und das ganze Kapital, das sich angehäuft hat, ne? Dass das die eigentliche Gefahr ist. Und selbst konservative Kräfte haben im Aalener Programm damals, CDU-Programm, festgestellt, die Politik muss die Wirtschaft kontrollieren. Ja, und das ist völlig außer Kontrolle geraten, weil die Politik nicht mehr die Wirtschaft kontrolliert, sondern die Wirtschaft die Politik. Marktkonforme Demokratie. Und da verstehe ich nicht, warum Sie, die doch mitkriegen, was in der Wirtschaft läuft, was da läuft, warum Sie so einen Stand haben. Das kann ich nicht, da kann ich Sie als Fachmenschen gar nicht akzeptieren. Tut mir leid. Das funktioniert so nicht. Sie müssen doch auch mal gucken, Sie wissen doch, was läuft in der Wirtschaft. So, das war jetzt eine Frage. Können Sie das nicht sehen? Was da sehen Sie das nicht? Und ob ich das sehe? Ich glaube, die Finanzmärkte laufen nicht, wie sie laufen sollen. Und die Finanzblasen, das ist ein Problem, mit was wir in den Griff bekommen müssen, weil es erzeugt nicht nur Ungerechtigkeit, es schadet den Wirtschaften der Welt und so weiter. So, das sehe ich vollkommen. Und versuche einfach Lösungen zu finden, die uns zu einer heileren Welt verhelfen würden. Und dass diese Lösungen sollen womöglich uns ermöglichen, aktiv uns zu entfalten zu können. Das heißt, die Marktwirtschaft nicht ausschalten, sondern sie in eine Richtung zu bringen, in dem sie gerecht laufen kann. Ich glaube, hier ist ein Beispiel, wieder ein extremes Beispiel, nehmen Sie es mir nicht übel. Aber nehmen wir an, wir hätten keine Gesetze gegen Diebstahl. In dem Fall würde man viel weniger kaufen und verkaufen, weil es wäre vielleicht einfacher, sich mal sowas zu holen. Und die Marktwirtschaft würde nicht funktionieren können, weil wir nicht die richtigen Institutionen geschaffen haben, um es ihr zu ermöglichen. Dort sind wir derzeit auch in den Finanzmärkten. Wir haben nicht die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen, sodass wir zu einer gerechten und effizienten Lösung kommen. Und diese Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden. Ja. Und wer muss das tun? Wer muss das tun? Das muss, ich glaube, es wird von verschiedenen Ecken und Enden kommen. Einerseits muss die Regierung Rahmenbedingungen schaffen, die es verhindern,
dass man Risiken erzeugen kann, deren Kosten man nicht trägt. Die verschiedenen Regierungen. Ja, aber andererseits muss sich auch ein gesellschaftlicher Wandel geschehen. Und das ist, dass einfach regulieren oder Anreize schaffen, das allein kann es nicht sein. Ich glaube, aus moralischer Sicht muss sich bei jedem verankern, dass man hat sich anständig zu verhalten. Und ich glaube, ich hoffe, dass wir langsam in diese Welt kommen, dass sich jeder im Klaren ist, dass es nicht genügt, sich einfach an Regeln gehalten zu haben und daher nicht angezeigt werden zu können. Man erwartet auch, besonders von den Führungsträgern der Wirtschaft, dass sie sich in einer Weise verhalten, die zu einem sozialen Zusammenhalt führen kann. Und ich glaube, Corporate Social Responsibility und diese ganzen Bewegungen gehen heutzutage in diese Richtung. Sie werden mehr dazu wissen und zu sagen. Ja, also ich wollte noch mal dazu sagen, bei der Umverteilung von Vermögen geht es mir nicht darum, neidisch zu sein, dass der eine mehr oder weniger hat, sondern Vermögen ist für mich eine Machtfrage. Und da geht es tatsächlich um Umverteilung von Macht. Also nicht um den Neid, der eine hat einen goldenen Wasserhahn, der andere nicht, sondern es geht darum, wer hat die Macht, seine Interessen durchzusetzen. Und da sehe ich eine ganz klare Schieflage insofern, dass einige wenige erheblich mehr Macht besitzen, ihre Interessen durchzusetzen, als ganz viele andere. Und da ist dann für mich sehr wohl mit Umverteilung auch was an dieser Machtfrage zu ändern. Und insofern finde ich diese Umverteilungsfrage sehr wohl ganz wichtig. Und ich finde es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen schäbig, das auf Neid abzuschieben, weil das ist es eben nicht. Das muss ich wirklich mal. Würde ich auch gerne noch mal einmal damit in die gleiche Kerbe hauen, weil ich finde, das kommt auch immer wieder in Diskussionen, auch im Fernsehen, dass es immer wieder auf diese Neidfrage abgeschoben wird. Und das ist ein wirklich mieser Diskussionsstil, meiner Meinung nach, weil das führt immer dazu, dass die Teilnehmer auch außerhalb der sachlichen Argumente diskreditiert werden. Sie haben mir ja im Endeffekt gerade quasi unterstellt, dass ich diese Dinge aus Neid mache. Das ist wirklich weit hergeholt. Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich ein Unternehmen habe und ich würde mich eher zu den oberen Teilen zählen. Aber ich finde einfach, das ist kein fairer Diskussionsstil. Würde ich mich sehr freuen, wenn das irgendwann aufhört, dieses Thema ständig. Ganz kurz darauf, ein Einwand zu. Und zwar wird hier immer die Ansicht vertreten, Schulden ist was Schlechtes. Wir müssen von den Schulden runterkommen, wir brauchen eine Schuldenbremse. Und ist ja sogar ins Grundgesetz reingeschrieben worden und soll jetzt auch in anderen Staaten passieren. Ich denke, man sollte immer im Auge behalten, das werden Sie als Sparkassendirektor ja, denke ich, am besten wissen, dass jeder Euro geliehen ist. Das heißt, jedem Euro, der existiert, steht ein Euro Schulden gegenüber in den Bankbilanzen. Ja, nicht ganz. Also die Differenz, also Eigenkapital, das ist ja das, was im Moment in der Welt auch sehr knapp ist. Nicht generell ist das so. Aber natürlich haben Sie in den Bilanzen haben Sie es natürlich so, steht also der Forderung eines Einzelnen die Verbindlichkeit auf der anderen Seite gegenüber. Selbstverständlich ist die Frage. Irgendwann ist es die Frage von Schulden oder ist es die Frage von Eigentum, dem man gegenüber verpflichtet ist. Also beide Seiten sind es ja, die Sie in der Bilanz haben. Aber ich will Ihnen nochmal ein Beispiel sagen. Wir betonen das jetzt immer so. Wir sind manchmal auch selbst alle gemeinsam hier ein Teil des Systems. Ja, wenn wir können nicht entfliehen. Ich will Ihnen das erklären. Wenn Sie heute in der Zeitung es aufschlagen und die verschiedenen Zinssätze sehen, die für Geldanlagen gezahlt werden. Das ist ja nichts anderes, als dass jemand Geld sucht für irgendeine Investition, die er gerne durchführen möchte und nicht selbst genügend eigenes Geld in der Tasche hat, sonst würde er nicht nachfragen nach diesem Geld. Und die verschiedenen Zinssätze, die dort gezahlt werden, sind in der Regel ein Äquivalent für Risiko. Ich bleibe mal bei diesem einen Teil, es gibt noch mehr Elemente, aber bei dem Thema für Risiko. Und wenn Sie heute einen Kunden haben, der auch zu mir kommt, der diese weiteren Fragen, wie viel Risiko ist denn an einer Geldanlage vielleicht auch wirklich drin, das interessiert, oder zur Zeit, als Lehman Brothers dann daneben ging, 2008, war das ein sehr hohes Thema, wie viel Risiken hat denn eine einzelne Geldanlage. Heute ist dieses Thema wieder weit in den Hintergrund geraten und die Frage von Risiko, von Rendite, also Zinshöhe oder Dividendenhöhe, bleiben wir mal allgemein äquivalent für Überlassung von Kapital, ist die Frage der Höhe
der also fast allein ausschlaggebendes Element für Otto-Normalverbraucher, weil er dieses Thema, wie viel bekomme ich denn für mein Geld, wenn ich es dir überlasse, das überstrahlt alles. Die Frage von Risikoaffinität wird ja häufig auch von Verbraucherschutzverbänden dann diskutiert. Das ist aber immer ein Thema der persönlichen Bewertung. Da stelle ich fest, dass die Frage der Zinshöhe, und dann reden wir nämlich über den Aktien oder den Vorstand einer Aktiengesellschaft, der dann auch ein Stückchen weit getrieben wird, Risiken einzugehen, damit er Dividende zahlen kann. Insofern, wovon ist er getrieben? Von der Erwartungshaltung von Aktionären und von Kapitalüberlassern, bleibe ich mal ganz allgemein. Und das ist eine Frage, wenn wir von Social Responsibility reden, dann ist es eine Frage, dass wir uns alle eine Vorstellung dafür machen müssen, was bedeutet das eigentlich, wenn ich Kapital überlasse, wo bleibt das Geld eigentlich und muss ich mich manchmal auch vielleicht selbst beschränken, um also diesen Weg dann auch in die richtige Richtung zu bringen. Das ist ein Thema, wo wir alle gemeinsam auf der einen Seite sagen, wir ignorieren oder wir kritisieren das und auf der anderen Seite im nächsten Abzug zu sagen, aber der kriegt mein Geld, der die höchsten Zinssätze bietet. Da beginnt diese Frage, ja, nämlich, wie man dieses Thema denn in einen Ausgleich bringen kann. Und wenn dann die soziale Verantwortung dann nicht gesehen wird, nicht überblickt wird, also ich will gar keinen Vorwurf machen, das ist dann häufig ein Thema auch von Komplexität, dann reduziert sich das auf die Zinshöhe und danach wird entschieden. Herr ist Mayer, zumindest ein Thema von Praxis, was ich erlebe. Dazu würde ich nur ganz kurz sagen, das ist ja dann, das mag ja für alle irgendwie stimmen oder für einen Großteil der Menschen, aber die eigentliche Vermögensmasse und so wird ja von relativ wenigen Menschen bewegt dann. Also es gibt nicht die vielen kleinen Sparer. Die Anlageentscheidung ist für 10.000 Euro nach den gleichen Kriterien wie für 10 Millionen. Ja, das aber so viele haben auch nicht 10.000 auf dem Konto. Also und da wird es auch einen großen, da wird es nochmal einen Zusammenhang haben gegeben, dass je mehr Vermögen vorhanden ist, desto eher finde ich auch eine besonders spekulative Anlagemöglichkeit. Ja. Also ja, da muss man aber nochmal darauf hinweisen, glaube ich, dass 1% der Bevölkerung genauso viel besitzt wie die unteren 90% der Bevölkerung, was jetzt das Gesamtvermögen anbelangt, also auch Sachgüter. Aber das wird sich mit dem Geldvermögen da auch ähnlich verhalten. Dann zeigen ja die Studien vom DIW, gibt es das sozioökonomische Panel. Also wir sprechen eigentlich nur von, wenn es um die großen Geldmassen geht und die großen Vermögensmassen, von der kleinen Schicht der Bevölkerung. Und wie verhalten die sich mit ihrem Vermögen? Das ist dann die entscheidende Frage für das ganze System, glaube ich auch. Das andere, das betrifft dann andere Menschen im weiteren moralischen Sinne vielleicht, aber die sind nicht sonderlich entscheidend in diesen Umverteilungsprozessen, die am Finanzmarkt auch dann stattfinden. Die vielen kleinen Sparer sind Mythos. Ich wollte nochmal auf die Frage der Umverteilung und der Vermögensverteilung und der Neiddebatte zurückkommen. Mit Recht wurde gesagt, Geld ist auch eine Machtfrage, also ist einmal die Machtfrage. Wir müssen ja auch ständig die Märkte beruhigen, nicht? Mit unseren politischen Entscheidungen. Insofern ist es auch eine Entdemokratisierung über den Markt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man diesen Aspekt ja auch nicht nur der Macht, sondern auch unter dem Aspekt nicht Neid, sondern auch unter dem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit sehen kann. Und da gibt es halt Studien, die Gesellschaften untersucht haben, unter diesem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit. Und da hat sich gezeigt, eine amerikanische Studie, ich habe jetzt den Namen vergessen, Pickett, ja, dass Gesellschaften, in denen sozusagen die Diskrepanz zwischen Arm und Reich am niedrigsten ist, auch die wenigsten sozialen Probleme haben, die wenigste Kriminalität und auch den höchsten Gesundheitsstand haben und die höchste gesellschaftliche Zufriedenheit. Also es wäre von daher auch, also zum Beispiel skandinavische Länder waren das zum Teil damals in dieser Untersuchung, und es gibt ja diesen Gini-Index, der das sozusagen diese Diskrepanz untersucht, und die Länder, die in denen das am weitesten auseinanderklafft, sind, haben die größten sozialen Probleme, gesundheitlichen Probleme und auch die höchste Kriminalitätsrate. Also unter solchem Aspekt wäre sozusagen auch wünschenswert, dass eine Umverteilung zu einer größeren sozialen Gerechtigkeit führt. Und wir haben aber die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung. Genau. Nur kurz. Also der Gini-Koeffizient, der steigt in Deutschland. Ja. Das ist das, was zu beobachten ist. Die Vermögensverteilung wird schiefer und die Einkommensverteilung wird ebenfalls schiefer. Und dann bricht dem Staat noch seine Einnahmebasis weg, weil er über die Sekundärverteilung, über die Steuern, Vermögen letztendlich begünstigt und die hohen Einkommen. Das ist das, was momentan zu beobachten ist. Und da ist die Frage, wo kommen neue Mechanismen rein? Das ist in eine entgegengesetzte Richtung, die dann stattfinden kann. Wenn wir ja immer die Schultern oder wenn wir immer individualisieren, und das liegt bei dem Einzelnen. Was soll da bei dem Einzelnen liegen? Das ist eine gigantische Umverteilung von unten nach oben gewesen, die das System in den letzten Jahren geleistet hat. Das sieht ganz nur anders aus.
Ja, ich sehe es anders. Ich kenne die verschiedensten Studien, von denen Sie gesprochen haben. Und ich glaube, wir sollen nicht die Umverteilung als Lösung aller unserer Probleme sehen. Die Lösung unserer Probleme, glaube ich, steht in der Hilfe für diejenigen, die am wenigsten haben. Und das gleichzustellen mit Umverteilung ist einfach ein Trugschluss, weil man muss ihnen die Fähigkeiten geben, um sich zu entfalten. Und jetzt, was Sie gesagt haben, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ja. Einkommen und Vermögen hängt mit Macht zusammen. Und Macht soll möglichst gleich verteilt werden in einer Demokratie. Jetzt haben wir folgendes Problem, und das ist, dass wenn wir die ökonomischen Resultate gleich verteilen, wir sagen, jeder kriegt das gleiche Einkommen, ganz unabhängig von dem, was geschieht, dann fallen die ökonomischen Anreize, man wird sich nicht besonders verausgaben und die ganzen materiellen Güter, die zu verteilen sind, werden schrumpfen, viel weniger. Daher ist, glaube ich, die große Frage, wie können wir unsere Anreize erhalten, Möglichkeiten geben, dass Menschen Anreize haben, sich zu entfalten, ohne dass es diese große Kluft in der Macht gibt. Das ist die große Herausforderung. Und das wird bedeuten zum Teil, dass wir durch Gesetze und Regulierung Steuern und Subventionen, uns auf das Thema Macht fokussieren, ohne die Anreize aufzulösen in der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist der Punkt. So, wenn es uns gelingt, diejenigen, die am wenigsten haben, ihnen zu erlauben, ein würdiges Leben zu haben, ein befriedigendes Leben, dann sollten wir froh sein, dass wir das erreicht haben und uns nicht ärgern, dass es noch immer reichere Leute gibt. Solange das die Machtfrage in den Griff bekommen ist. Also für mich ist halt dabei die Frage, die mächtig sind, wollen in aller Regel nicht weniger Macht haben und hätten sie nicht. Stimmt. Das heißt also, der Ansatz, wie kriegt man die Leute, die besonders viel Macht haben, also besonders viel Geld haben, dazu einen Teil ihrer Macht wieder abzugeben, ist doch ein sehr zentraler. Ja. Das stimmt. Ich würde dazu gern was sagen, aber ich lasse Jörg gerne. Das Interessante ist ja eben, dass Sie natürlich bei dieser Neiddebatte aufgegriffen haben, wir wollten absolut die Gleichmacherei und damit alle Anreize beseitigen. Das ist natürlich eine gute rhetorische Figur, die Argumente des Gegners aufzugreifen und ins Lächerliche zu ziehen. Wir haben nie gesagt, dass wir hier Kommunismus wollen, eine absolute Gleichverteilung, sondern es geht darum, eben die Ungleichheit zurückzufahren, sie nicht zu beseitigen. Das ist ein entscheidender Unterschied. Ganz das bestimmt. Nein, und ich wollte ganz Mensch. Bestimmt keine rhetorischen Spielchen spielen. Nein, ich wollte nur. Ich wollte nur sagen, wenn man in diese Richtung fährt, dämpft man schon Anreize. Und wir sollen versuchen, die Anreize zu erhalten, aber dennoch mit dem Machtproblem umzugehen und den Fokus auf die Benachteiligten der Gesellschaft zu setzen und ihnen die Möglichkeit geben. Wenn der Fokus dort liegt, statt auf der Umverteilung, glaube ich, da sind dann ich wollte schon die ganze Zeit einmal dazu was sagen. Ich finde, der Fokus, egal was man erreichen wollte, und das habe ich auch eben schon gesagt, müsste immer die Demokratie sein. Und gerade wenn es um Macht geht, in einer funktionierenden Demokratie liegt die Macht halt bei der Mehrheit der Bevölkerung. Und das, also viele Menschen auf der ganzen Welt beneiden uns in Deutschland um die demokratischen Möglichkeiten, die sich hier jedem Bürger bieten, aber sie werden halt wenig genutzt. Das ist ein Hauptproblem.
Und ich denke, es ist auch eine Herzensangelegenheit von Occupy, das zu ändern und die Menschen wieder für mehr politisches Interesse zu begeistern. Das ist der eine Punkt, der zu diesem Demokratie-Defizit führt und was natürlich auch mit Macht zu tun hat. Wenn die Mehrheit der Bevölkerung sich ihrer Macht im Klaren wäre, könnten sie Umverteilung nicht einfach der Umverteilung wegen, sondern natürlich für gerechte Rente, gerechte Gesundheit und so weiter, für gerechte soziale Sicherungssysteme natürlich auch erreichen. Sie sind sich ihrer Macht nicht klar, weil sie dieses politische Desinteresse haben und aus vielerlei anderen Gründen. Also das ist ein großes Demokratie-Defizit, dieses politische Desinteresse. Das andere große politische Defizit oder Demokratiedefizit sind vor allem auch die Märkte, die eine unglaubliche Macht und einen unglaublichen Druck auf die Politik ausüben und auch urundemokratisch sind. Ich wollte das eigentlich in meine Frage einbauen, aber ich würde das jetzt mal an der Stelle gerne vorlegen. Das ist ein Zitat von Herbert Giersch, den kennen Sie sicherlich, Ihrem Vorgänger. Und der schreibt in einer seiner Publikationen: Wahrscheinlich muss daher das Abmagern auf der Steuerseite ansetzen. Steuersenkungen zur Mobilisierung des Diktats der leeren Kassen. Die Antwort kann nur der Markt geben. Und damit sagt er ja ganz klar, das, was wir momentan haben, ist gewollt. Es ist nötig. Wir müssen die Kassen des Staates schröpfen. Wir müssen der Bevölkerung vorgaukeln, dass kein Geld da ist, weil nur so können wir den Klassenkampf von oben erreichen und so diese sozialen Sicherungssysteme und so weiter abbauen. Schreit nach einer Antwort. Da sind Sie ja berufen. Das Ideal des schlanken Nachrichtenstaates. Nein, ja. Also, so ist es. Ich glaube, man kann immer Zitate finden, die man in eine oder andere Richtung deuten kann. Aber ich glaube, das Problem, was wir hier haben, ist, dass wir wollen Möglichkeiten schaffen, dass Personen maximal viel Anreiz haben, sich in der Gesellschaft zu betätigen, Beschäftigung zu bekommen, Wissen zu bekommen, um die Fähigkeiten auszubauen und so weiter. Das wollen wir. Und zur gleichen Zeit wollen wir eine Gerechtigkeit. Ich glaube, wenn wir uns nur auf Demokratie beruhen, dann sind wir nicht unbedingt auf einem sicheren Weg. In einer Demokratie, in der die meisten Personen beschäftigt sind, kann es leicht zur Ausgrenzung gewissen Schichten kommen. Es ist ganz besonders wichtig, dass die Rechte der Benachteiligten ganz besonders gesichert werden, weil die am wenigsten Möglichkeit haben. Und in einer Demokratie kommt das manchmal zu kurz. Also ich glaube, wir brauchen einen Ansatz, in dem es eine Demokratisierung der Entscheidungsprozesse gibt. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Natürlich, jeder macht, was man kann, nach den eigenen Möglichkeiten. Aber wir zusammen haben zusammengearbeitet am Global Economic Symposium. Und der Gedanke dort ist, dass durch die Globalisierung ist nicht nur viel Wohlstand entstanden, weil sich in den letzten 20 Jahren sind mehr als 500 Millionen Chinesen und Inder aus der extremen Armut gekommen. Es entstehen auch große globale Probleme, wie Finanzkrisen, ökologische Probleme, in der Zukunft Pandemien können entstehen und so weiter und so fort. Für diese Probleme nimmt niemand Verantwortung, weil sie länderübergreifend sind. Und in internationalen Organisationen spielt man auch nationale Politik. Daher, was können wir tun? Die Welt kriegt mehr und mehr globalen Zusammenhang und größere globale Probleme. Wie können wir mit diesen heutzutage umgehen? Und ich glaube, unsere Antwort darauf war es,
Wir müssen eine recht breite Plattform schaffen, in dem jeder Ideen und in einen Diskurs eintreten kann. Und wenn das breit genug ist, kann man das an die Entscheidungsträger bringen. Und uns ist schon so manches gelungen. Wir haben neue Möglichkeiten geschaffen für sehr arme Arbeiter und Arbeiterinnen in Indien im landwirtschaftlichen Bereich höheren Wohlstand zu erzielen. Absicherung in der Benachteiligten in Afrika haben wir neue Instrumente geschaffen, die vielen zugutekommt. Ich würde gerne, und das ist ein Grund, warum ich hier bin, mit Ihnen in den Diskurs treten. Ich glaube, nur indem wir eine Plattform haben, in wo möglichst viele Leute Ideen einbringen können und wir miteinander aufgeschlossen diskutieren und einander wirklich ehrlich zuhören, kann eine Bewegung hoffentlich in der Zukunft entstehen, wo wir alle Verantwortung nehmen, nicht nur für das, was in diesem Land geschieht, sondern auch für die großen globalen Probleme. Und wir sind dabei, mit Schülern und Schülerinnen zu sprechen, in Kiel und international, und eine Plattform im Internet zu schaffen, wo möglichst viele Leute sich engagieren können und ja, das beste Wissen dann einbringen. Das ist schon der erste Diskursbeitrag. Ja, also ich denke, man weiß ja, dort wo viel Armut ist, wächst der Reichtum. Das ist auch ganz logisch, weil Arme ihre... Moment, darf ich mal aufgeben? Ja. Weil arme Menschen dann für Hungerlöhne arbeiten müssen. Ja, und heutzutage erlebe ich, und ich berate seit über 30 Jahren Erwerbslosen-Hartz-IV-Empfänger. Ja, mittlerweile. Was momentan passiert, ist eine wirkliche Katastrophe. Eine menschliche Katastrophe für diese Menschen. Und wenn die das nicht sehen, tun sie mir leid. Aber ich habe ja noch eine konkrete Frage. Das heißt also, ich denke einfach, wichtig ist es, dass man die Armut hat. Ja, das heißt, dass man zum Beispiel die Grundsicherung schafft. Das steht im Grundgesetz. Jeder Mensch hat das Recht, Artikel 3.1 oder 3.2, ich weiß nicht genau, aber jeder Mensch hat das Recht auf ein menschenwürdiges Dasein. Das ist auch definiert. Das ist auch finanziell definiert. Das liegt momentan so um 2.000 Euro. Ja. Und ich denke, solange wir die Armut nicht beseitigen, werden wir da gar nichts erreichen. Ich denke, das ist eines der ersten Ziele für mich. Aber ich denke, die Armut wird sowieso. Hans-Georg? Immer. Ja. Ich muss ihn doch auch nehmen. Ich bin erst. Er war zuerst da. Ja, ich habe Sie gesehen, Sie haben geklatscht. Sie sind der gleiche Meinung. Ja, bin ich. Also, wenn Sie da so viel, mir ist der Titel dieses Symposiums nicht mehr ganz so geläufig, so viel tun, dann wäre doch meine Frage, ist da tatsächlich auch die Erfahrung, die ich erwarten würde, dass man nämlich auf im Endeffekt nicht wirklich viel tun kann, weil es Interessenentitäten gibt, die entsprechend machtvoll sind und etwas dagegen haben. Natürlich vielleicht ganz kurz. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich würde sagen, es gibt zwei Einstellungen. Man kann sagen, gut, die Interessensgruppen sind so stark, wir können nichts tun, außer wütend sein. Das ist eine Einstellung. Die andere Einstellung ist einfach Wege zu suchen, um genügend Ideen zu mobilisieren, um Brücken zu bauen zu den Entscheidungsträgern, dass man hoffentlich doch etwas bewirkt. Und dann einfach die Implementierung von diesen Sachen, die man bewirkt hat, doch verfolgen und man fängt dann mit kleinen Sprüngen, die vielleicht größer werden. So, ich glaube, natürlich ist es nicht leicht. Aber ich glaube, die Probleme werden globaler, sie werden größer. Und wir müssen proaktiv drauf gehen und im Geist des sozialen Zusammenhalts. So, wenn wir sagen, wir müssen als Gesellschaft zueinander finden und auch als Weltgemeinschaft zueinander finden, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass etwas erzielt wird, als
wenn wir grober miteinander umgehen. Und natürlich ist es nicht leicht, aber diesen Weg, Gemeinsamkeiten zu finden, Ideen einzusammeln, aufgeschlossen zu sein, in den Diskurs zu treten, das ist unser Weg, der dezentrale Weg, den wir aufbauen. Ja, der Weg ist gut. Was ich jetzt nochmal dazu sagen wollte, in unserer Gesellschaft gibt es immer benachteiligte, Arme, Kranke. Es wird auch genug getan. Es entstehen genug Häuser, wo Leute Hilfe und arbeiten können und integriert werden. Und nur, ja, wie soll man die Armut beseitigen? Also, soll man eben. Und es wird ja auch hinsichtlich da eine ganze Menge gemacht. Aber so, kann man das alles mit Geld beseitigen, die Armut? Das geht, glaube ich, auch nicht. Ne? Weil. Ich wollte noch mal was zu dem Ansatz sagen. Es geht ja in dieser Welt und auch in diesen Märkten und auch in diesen Arbeitsmärkten auch um knallharte Interessengegensätze. Nicht? Also wenn ein Unternehmen maximalen Profit haben will, dann möchte es einen minimalen Lohn haben. So, und so weiter. Und das lässt sich natürlich nicht alles in wegdiskutieren oder durch Modelle, sondern es sind auch Interessenauseinandersetzungen, auch Machtkämpfe. Und von daher, jetzt nochmal zu Ihrem Global Symposium, Global Economic Symposium. Wir von ATTAC haben eine Gegenveranstaltung dazu gemacht, weil wir der Meinung waren, dass in diesem Symposium sehr viele Interessen auftreten, wo wir sagen würden, da treten die Böcke als Gärtner auf. Das heißt also viele Institutionen, die für diese Verhältnisse, auch Industriebetriebe, Großbetriebe, und auch in ihrer ökonomischen Orientierung für diese Verhältnisse geradezu mitverantwortlich sind, dass die dann eben sozusagen auch als Retter dieser Verhältnisse wieder auftreten. Ich denke schon, dass wir das nicht in Symposien lösen können mit nach dem Motto, wir sitzen alle in einem Boot. Tun wir ja nicht. Die einen steuern, die anderen rudern. Also das ist schon mal ein Unterschied. Ich glaube schon, ich bin dafür, dass wir der Unruhe der Märkte auch soziale Unruhe entgegensetzen, damit Politik anders reagieren muss. Also wir müssen uns auch, und mehr Gerechtigkeit fällt nicht vom Himmel, die müssen wir uns auch erkämpfen. Das ist, da können wir uns nicht mit irgendwie denjenigen, die Macht haben, im Diskurs auseinandersetzen, damit sie ein bisschen Macht abgeben. Das wird nicht funktionieren, das hat nie funktioniert in der Geschichte. Und insofern bin ich schon dafür, dass wir auch ein Stück gegen diese Verhältnisse, die wir als bedrückend finden, rebellieren. Schlicht und einfach. Das ist genau nicht mein Weg. Ich weiß. Und da sind wir auch sehr unterschiedlich. Genau. Und das ist unsere Kontroverse. Genau, das ist eine. Die Frage ist: Können wir zu einer gerechten Welt kommen, indem wir Krieg führen oder indem wir den sozialen Zusammenhalt suchen? Krieg will ich ja nicht führen. Gut, oder aber die Erfahrung Konflikt. Sagt doch, wenn man ruhig ist, passiert nichts. Aber ist gerade die wenn die Gewerkschaften Erfahrung. Streiken, führen sie keinen Krieg, Herr Snow. Ja, also ich bitte Sie, nun lassen Sie mal haben diese sie mir das nein, also Sie haben das Wort Krieg benutzt. Okay. Also Konflikt als Allegorie. Konflikt schön. Ich würde Kampf haben Sie gesagt. Wir sollen Rebellion. Gut, in Ordnung. Fein. Ich glaube, wenn wir Entscheidungsträger aus der Wirtschaft, Personen aus der Gesellschaft zusammenholen und sagen, was können wir tun, den sozialen Zusammenhalt zu fördern? Glaube ich, kommen wir weiter. Als schauen wir zum Beispiel, ich habe unlängst mit Desmond Tutu geredet, in Südafrika hätte man sagen können, nachdem es die Apartheid zu Ende geht, jetzt rechnen wir ab. Aber genau das Gegenteil ist geschehen und dadurch hat Südafrika ganz neue Chancen bekommen. Es ist riesige Ungerechtigkeit dort geschehen und dennoch hat man versucht, den sozialen Zusammenhalt zu schaffen. Und ich glaube, das sollen wir in allen Bereichen tun und das genau ist das Weg des Global Economic Symposiums. Ich wollte gerne noch mal einen Gedanken äußern, damit Sie jetzt wieder. Und zwar, weil ich von Ihnen so oft das Wort Anreize höre. Ich merke, ich hänge noch so ein bisschen an diesem Begriff Anreize. Also einerseits wünsche ich mir da vielleicht noch mal mehr, dass Sie sagen, was genau Sie damit meinen. Und für mich klingt es nämlich so sehr nach Wettbewerb und Wachstum. Und ich finde, also
das ist mir hier noch aufgetaucht. Ich finde nämlich, unsere Probleme sind in erster Linie, die wir haben, die ökonomischen Probleme. Sind die, die wir in erster Linie haben. Und insofern müssen wir, glaube ich, diesen Wachstumsgedanken, diesen Wettbewerbsgedanken vor allem mal uns davon verabschieden. Und da brauchen wir insgesamt ein Umdenken. Also ich finde, das sind so eher so auch ja, so ganz essentielle Fragen, die wir beschäftigen sollten. Grenzen des Wachstums. Ja, Leistung. Also vielleicht ein Satz, den, was mich so unmittelbar bewegt jetzt dazu. Wenn wir uns den Sport angucken, ich sag mal, sportlicher Wettkampf wäre ohne persönlichen Ehrgeiz, schneller zu laufen, weiter zu springen oder was immer auch, gar nicht denkbar. Und dann schneller zu sein als der andere, bringt für viele im Sport eine tiefe Befriedigung, es doch geschafft zu haben. Ja, aber das schummeln ja auch an, da wird ja auch gedopt. Also wollen wir erstmal den normalen Weg finden? Es gibt entsprechende Regeln, dass es kein Doping gibt. Da sind die Sportler fair miteinander und diese entsprechenden Regeln existieren in dieser Klarheit und in dieser Überprüfbarkeit einfach innerhalb des Wettbewerbs so nicht. Ich war noch gar nicht so weit. Gut, ich wollte doch erstmal. Dieser Vergleich ist mir Äpfel und Birnen mehr. Weil der tiefere Gedanken, wir müssen uns von Wettbewerb verabschieden, aus der Ecke kam ich. Und im Sport, ohne die Nebenwirkung jetzt, ist der natürliche Wettstreit, liegt ja doch in uns allen, wenn wir gemeinsam antreten und wir wollen die 100 Meter laufen, wenn man dann antritt, dass man dann sagt, also ich möchte doch gern vorn dabei sein. Nee, ich möchte so schnell laufen, wie ich laufen kann. Und wenn ich dann zufällig vorne bin, dann ist das doch absolut in Ordnung. Das und wenn nicht, kann ich trotzdem das Beste. Ja, das weiß ich. Also das ist dann so eine Frage, über die wir, aber viele von uns, ganz viele. Ich würde sagen, den Wettbewerb kann man hier vom Punkt aus lassen. Weil man muss soziale Standards. Ja, genau. Standards das ist aber der Schritt, wo ich hin wollte. Genau. Und erst dann darf der Wettbewerb stattfinden. Ja. Nicht mehr so mit der vollen Ausbeutung der Welt, wie wir es haben. Sofort. Wenn wir im Sport sagen, auf dem Weg dahin benutzen wir alle nicht unsere Ellbogen, sondern wir rennen alle gemeinsam so schnell, wie wir halt laufen können. Aber das Prinzip, dass ich vorne gerne Erster sein möchte, das würde ich ganz, ganz vielen bei uns unterstellen. Es gibt auch welche, die sagen, es reicht mir, wenn ich eigentlich gegangen bin und als Letzter darüber ganz klar. Ja, aber dieses Stück Wettbewerb, was wir dort haben, deswegen habe ich den Sport bemüht, liegt uns allen. Und dieses kleine Stückchen Wettbewerb, das zu schaffen, den Abschluss zu schaffen, die Lehrstelle zu bekommen, die nächste Gehaltserhöhung zu kriegen, das Projekt, was man gemacht hat, gut abzuschließen, das sind doch alles Gedanken, wo man sagt, ich strenge mich an, weil ich ein Ziel vor mir habe. Ja, aber dieses Ziel, ich erkenne diesem Ziel keinen Konkurrenzdruck. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich wollte vom Sport kommen, weil da haben wir alle erstmal ein Streben danach, dieses zu erreichen. Und gemeinsam mit mehreren dieses zu erreichen. Und dieses System, was wir haben, das lässt sich aus meiner Sicht aus viele Elemente der Wirtschaft dann auch übertragen. So, was wir jetzt erreichen müssen, ist, dass die Ellbogen, die da links und rechts ausgefahren werden, dass wir die reduzieren. So wie Herr Professor Snower es vorhin gesagt hat, dass wir nämlich dann sagen, wenn wir oben es ein Stückchen wegnehmen. Mach mehr Yoga. Ja, es gibt für alle Bevölkerungsschichten dann was. Aber diesen Teil des Wettbewerbs, das ist ein Stückchen weit für mich systemimmanent. Und den Wettbewerb, den wir brauchen auf vielen Stellen, ich glaube, so funktioniert unsere Gesellschaft eben auch. An dem Stückchen, dass man selber diesen Ehrgeiz hat, etwas leisten zu wollen, auch im Vergleich zu anderen. Und wir müssen nur die Regeln, die wir da definieren, dann auch besser machen. So wie Herr Professor Snow ist auch in Ordnung. Es geht ja auch vor allen Dingen darum, dass man... Es geht ja vor allen Dingen darum, dass man... wenn man leistet und wenn man am Wettbewerb teilnimmt, dass man von dem Lohn seiner Leistung auch leben kann und dass man auch an den enormen Gewinnen, die durch seine Hände Arbeit letztendlich erwirtschaftet werden, auch gerecht beteiligt wird. Ja, aber ich wollte nur den Satz, den ich noch nennen. Wenn wir uns erstmal darauf einigen können, dass es für eine breite Schicht von Bevölkerung, für ganz, ganz viele, dieses Stückchen ehrlichen Wettbewerbsgedanken gibt, wenn wir uns darauf schon mal konzentrieren oder darauf dann verständigen können, dann müssen wir diskutieren, wie wir diesen Wettbewerb über viele Elemente möglichst weit
gerecht auch gestalten können. Weil wir hatten, da vorhin kam der Satz, wir müssen uns vom Wachstumsgedanken verabschieden. Das ist so ein Thema, wo wir im Wettbewerb stehen mit vielen anderen. Und wo ich glaube, dass wir dieser Gedanke, schnell zu sein, es erreichen zu wollen, ein Ziel vor Augen zu haben, ein Stückchen und eine innere Motivation ist, weswegen wir morgens aufstehen und loslaufen. Also Wettbewerb und den Markt, den haben ja auch alle verstanden. Aber es geht ja vor allen Dingen um Sachen. Den habe ich nicht verstanden. Ich habe ihn verstanden schon, aber ja. Nicht zugestimmt. Ja, ja. Also hast ihn jetzt verstanden. Er muss nicht nochmal erklärt werden. Nein, nein. Genau. Okay. Es geht doch vor allen Dingen auch um Güter, die nicht dem Markt und nicht dem Wettbewerb unterliegen sollen. Wir wollen ja jetzt nicht mehrere Bundeswehren, die sich gegenseitig irgendwie mal gucken, wer die bessere Bundeswehr ist. Und genauso ist es halt im Gesundheitswesen und in der Rente. Und da wird halt diese gemeinen Güter, die allen Menschen gehören und zu den allen Menschen Zugang, was wirklich Grundrechte sind, die werden halt immer mehr aufgeweicht und immer mehr, das sehen wir durch diese Riester-Rente oder durch halt Entwicklung im Gesundheitssystem und so weiter. Jascha wird schon die ganze Zeit was sagen. Vielleicht darf ich nur ein paar Stichworte noch einwerfen. Also zu Wettbewerb, Konkurrenz, da dürfen wir aber auch nicht die Kooperation vergessen. Nein. Und ein Wettbewerb darf auch nicht von Existenznöten der Menschen getrieben sein. Und das zeigt sich das zeigt sich zunehmend. Also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat da gezeigt, dass die Mittelschicht langsam wegbricht hierzulande. Und zugleich zeigen die Heidmeier-Studien, das ist ein Soziologieprofessor, dass die Angst in der Mittelschicht immer stärker wird, der vermeintlichen, der alten Mittelschicht, und dass die sich versuchen, gegen unten abzugrenzen. Also das führt zu einem schädlichen Wettbewerb mit Existenznöten. Und das ist dann auch nicht mehr irgendwie kreativitätsförderlich oder fördert den insgesamten Wohlstand, sondern das führt dann letztendlich wirklich zum Verlust von Kreativität. Und wenn wir über Wettbewerb reden, dann müssen wir aber schon auch darüber sprechen, über solche Dinge wie Erbschaften und so weiter. Denn das hat ja nun nicht viel mit Wettbewerb und Chancengleichheit, wenn wir auch noch Chancengleichheit einbeziehen wollen, zu tun. Das ist das Recht der guten Geburt vielfach an der Stelle. Wenn ich gut geboren werde und meine Eltern sehr, sehr reich sind, dann habe ich alle Möglichkeiten, meine Fähigkeiten zu entfalten. Wenn ich hingegen Kind von Arbeitern bin oder einer Hartz-IV-Empfängerin, dann mangelt es an vielen Stellen, dass ich aufsteigen kann. Und diese Form von sozialer Mobilität, diese Möglichkeit aufzusteigen, die ist in diesem Land auch weniger geworden. Und die PISA-Studien zeigen etwa, dass ein Arbeiterkind gegenüber einem Ärztekind bei gleichem kognitivem Leistungsniveau, ja, das ist also gleichem Potenzial auch, dass das 4,5 geringere Chance hat, aufs Gymnasium überzuwechseln. Und das wäre ja zum Beispiel ein Ansatzpunkt, wo wir sagen könnten, das wird auch mal ein sinnvolles Programm der Umverteilung, auch dass wir zu staatlichen Einnahmen kommen, um den Bildungssektor damit zu unterstützen. Die Skandinavier haben anteilig an ihrem BIP Bildungsausgaben von 7%, glaube ich. Die liegen bei Deutschland bei 4,7 aktuell so. Aber zeigt nicht Ihre Bandbreite, die Sie gerade dargestellt haben, dass wir ein Forum brauchen aus den verschiedenen Sichtweisen, die ja vielleicht auch, jetzt mal aus der eigenen Geburt herrühren, diese Frage der Sichtweise, dass man ein Forum braucht, um diese Gedanken mal auszutauschen und wie man auf dem Weg dahin vielleicht doch zu einem Konsens kommen kann. Ich würde viele Dinge unterschreiben, die dann da Parlament. Sind. Und da fließen die ganzen Meinungen ein. Das nennt man am Ende dann Demokratie. Ja, einverstanden. Aber Sie müssen erstmal die kleinen Inseln schaffen, damit man daraus etwas gebündelt kriegen kann, um überhaupt hörbar zu werden. Sonst sind Sie ein vielstimmiger Bereich, der nicht versucht, diese Meinung so weit auch zu bündeln. Also viele Dinge kann man zustimmen. Aber wenn wir aus dem Wettbewerbsgedanken kamen wir eben, den Wettbewerbsgedanken gibt es von verschiedenen Sichtweisen. Den dann darzustellen und die Extreme dann an dieser Stelle auszuschalten, das ist doch das Ziel, was wir in der Demokratie alle gemeinsam wollen. Aber das kann ich ja vielen Menschen nicht ermöglichen in dem Moment, wo sie Vollzeitarbeit haben müssen und trotzdem weiterhin Existenznöte haben. Es ist doch klar. Es ist doch klar, wenn ich natürlich akut leide, die Menschen, die beispielsweise einen Hartz-IV-Satz von 370 Euro haben und dann womöglich noch irgendwelche Tätigkeiten nebenbei machen und abgewertet werden von der Gesellschaft, dass wir da auch einschreiten müssen und denen die Chance geben, dass sie sich mit einbringen. Das ist nämlich wieder eine demokratische Frage dann an der Stelle. Menschen, wenn sie Existenznöte haben, werden demokratisch nicht so partizipieren. Und da werden ganz viele momentan auf der Strecke gelassen. Und wie die sich jetzt so wie der Baron Münchhausen von alleine aus dem Sumpf ziehen sollen, das ist doch die Frage an der Stelle. Wenn ich nicht genügend Zugang zur Bildung habe, wie soll ich dann auf dem Arbeitsmarkt dazu kommen, dass ich eine gute Beschäftigung habe und dann die Möglichkeit eröffnet bekomme, auch so viel Freiraum zu haben, um
um demokratisch teilzunehmen und in diesen Dialog mit einzutreten. Da müsste man dann jetzt akut auch mit einschreiten. Ja, das schließt sich, glaube ich, ein bisschen der Kreis. Genau. Und deswegen haben wir ihre Panels. Genau. So ist das. Das wäre vielleicht nochmal ein... Das ist der Punkt des Symbols. Da schließt sich für mich der Kreis der Bildung. Ja. Genau. Wenn ich jetzt jeden weiterbilde, was nützt mir das? Es bleiben immer noch Arbeitsplätze, die mir von einfachen mit einfachen Tätigkeiten zu bewegen sind. Wenn die alle wegfallen, dann bricht der Staat eh zusammen. Also, wie mache ich das? Was nützt mir das, wenn ich alle Weiterbilder alle im Hochschulstudium haben und einer geht dann trotzdem vor Strecke an die Kasse oder wie? Also, wahrscheinlich können wir hier jetzt auch ewig weiter diskutieren. Ja. Ich glaube, Sie müssen auch los. Ich muss leider los. Ja, Einführungsprinzip müsste ich doch nochmal wieder. Wollen wir uns. Das will ich nicht so gehen lassen. Denn es kann nicht sein, ich war an der Grenze zum Leistungssport. Ich habe es nicht gemacht, einmal, weil ich gemerkt habe, meine Gesundheit leidet runter. Und zweitens, weil ich hätte Ellbogen einsetzen müssen gegenüber anderen. Ja? Und ich behaupte einfach mal, wer in dieser Gesellschaft nach oben gekommen ist, dem fehlt jegliche soziale Kompetenz. Ja? Das Leistungsprinzip. Das fährt uns gegen die Wand. Und wenn wir nämlich. Das würde ich jetzt, dem würde ich jetzt deutlich widersprechen. Aber wäre fast neu auf. Das kann ich so nicht stehen lassen. Das ist klar. Das wäre die nächste Runde sozusagen. Karte. Kann ich hier haben? Oder finde ich das auf die Raumfläche? Ja, dann. Also, wir schließen das Forum. Vielen Dank an alle Beteiligten. Ich schreibe mir mal eine E-Mail-Adresse. Ja, auch umgekehrt. Wir konnten eigentlich nur vieles anschneiden. Gibt es eine Bestimmung, die beiden Symposien zu fusionieren? Nee, wir haben doch eigentlich das Beste. Wir haben sehr unterschiedliche Formate. Geh mal raus, Lisa. Ich kann sich auch erst später. Richtig. Weil mir fragt man immer noch, wenn ich irgendwo bin. Was haben Sie für eine Schule? Ja. Schon, dass man in der Schublade wird. Wir sind nicht ab. Das ist in 25 Jahren nicht was zugelernt hat. Naja, und selbst diejenigen, die tatsächlich Akademiker sind, müssen ja sich teilweise heutzutage für einen Hungerlohn verdingen. Ja, das sage ich ja, Bildung allein bringt es nicht. Eben, es muss auch. Aber es ist ja doch gar nicht mehr wert. Und dann ist halt schon die Frage, ob man Leistungsdruck nicht immer Leistungsdruck. Das habe ich gerade schon geäußert. Ich dachte, irgendwie gibt es da, weil Sie sind doch auch ein Vertreter. Ein Verein, und nicht nur Vertreter zum Thema Weltwirtschaft. Okay, da sind wir grundsätzlich unterschiedlicher Meinung, weil das denke ich, für mich ist die Neugier das primäre Triebwerk und nicht dieser Ehrgeiz. Genau. Wir können die großen Probleme der Weltwirtschaft nicht einfach durch Marktwirtschaft lösen. Wir brauchen einen sozialen Zusammenhang. Aber das freut mich eben, dass es aus Ihrem Mund auch kommt, weil Sie doch an einer entscheidenden Stelle stehen und auch Dinge ein Stück weit auch mit steuern. Und daher suche ich auch den Diskurs, ich möchte. Ja. Ich möchte den Kontakt weiter aufrechterhalten. Ja, das ist eine E-Mail auf meiner Website. Ich glaube, wir müssen uns nicht aber das einfach wieder mit uns hören. Es gibt einfach Menschen, die auch behindert bereit sind. Und die gut mit deinen Kameras. Ja, alles.